Wir freuen uns, wenn noch Leute kommen, aber ich würde jetzt vorschlagen, wir fangen an, ja, weil alle da hier so warten sitzen und wir auch hier vorne. Mein Name ist Katja Maurer, ich arbeite bei Medico International und moderiere den heutigen Abend. Medico International ist auch der Veranstalter. Und es ist eigentlich sehr seltsam, dass eine Organisation, eine Hilfs- und Menschenrechtsorganisation wie Medico International jetzt hier sitzt und eine Ukraine-Veranstaltung macht. Weil eigentlich sind wir im globalen Süden tätig und jetzt zum ersten Mal arbeiten wir auch mit Projekten in der Ukraine, mit Partnern in der Ukraine. Ich habe auch kürzlich welche besucht. Ich war in Charkiw, aber dass eine russischsprachige Stadt ist, sage ich ganz gern Charkiw. Und habe dort auch tatsächlich den Wahnsinn dieses Krieges mit eigenen Augen sehen können. Auch wenn die Menschen in Charkiw sehr damit beschäftigt sind, einen Anschein von Normalität aufrechtzuerhalten. Also überall sieht man, wie Helfer der Stadt, Angestellte der Kommunalverwaltung sehr schnell damit beschäftigt sind, den Schutt wieder wegzuräumen. Es gibt keine offiziellen Zahlen, wie viele Menschen bei den russischen Angriffen ums Leben gekommen sind, aber der Stadtrand Richtung russische Grenze, da kann man schon massive Zerstörung von Wohnhäusern sehen. Wir unterstützen in Charkiw eine Organisation, die sich entwickelt hat aus diesen ersten spontanen Momenten, die wir hier auch im Fernsehen mitbekommen haben, wo Leute angefangen haben, sich gegenseitig zu helfen. Was ja ein sehr wichtiger Moment in jeder Katastrophe ist, nämlich die Selbsthilfe der Menschen. Und die Ukrainerinnen und Ukrainer haben da sich sehr stark organisiert. Vieles von dem hat die Anfänge des Krieges nicht überlebt, aber die Partner, die wir unterstützen, Mirno in Jerba, der friedliche Himmel, die sind mittlerweile ein relativ großer Player. Und wenn wir nochmal da hinkommen sollten, darüber zu reden, ist vielleicht einer der wenigen Organisationen, die sich jetzt zivilgesellschaftlich organisiert haben. Wir haben auch Partner, die eher nicht humanitär arbeiten, sondern politische Partner, die versuchen, Kritik an der Hilfe zu üben, Kritik an der weiteren Deregulierung der Ukraine, die aber in einem politischen Talk eher eine große Hoffnung haben, dass durch den Krieg also eine Art Nation-Building stattfindet, in der sie die Oligarchie und die Korruption in der Ukraine loswerden können. Also wir als eine politische Hilfsorganisation sind selber konfrontiert mit allen Widersprüchen, die das Feld der Ukraine zu bieten hat. Also nur um mal den Ausgangspunkt unserer Arbeit zu sagen, vielleicht ein kleines Beispiel, also wo ich sagen würde, dass man einfach, wenn man über die Ukraine spricht, dann spricht man über viele Ukrainen nach wie vor, obwohl der russische Angriff natürlich eins geschaffen hat, dass die meisten Menschen also natürlich sich wirklich mit allem, was ihnen zur Verfügung steht, gegen diesen Angriff zur Wehr setzen. Aber in Charkiw zum Beispiel gab es immer bis vor wenigen Monaten eine Straße, die hieß Prospekt Moskwy, also die Allee, die Moskau-Allee. Und die wurde jetzt umbenannt in Prospekt der Helden von Charkiw. Was für mich symptomatisch war, sind nicht die Helden der Ukraine, sondern der Helden von Charkiw. Und wenn man durch Charkiw fährt, dann findet man ukrainische Flaggen, offizielle, auf offiziellen Standarten, aber eigentlich hatte ich den Eindruck, dass mehr ukrainische Flaggen in Deutschland aus den Fenstern hängen als in Charkiw. Während natürlich je weiter man nach Westen geht und je weiter weg man vom Kriegsgebiet ist, also von dem, wo wirklich Krieg ist, also im Westen, also in Lwów und so weiter, sind es ja Raketeneinschläge, die auch Menschenleben fordern, die Infrastruktur beschädigen, aber es ist natürlich trotzdem viel weiter weg von einem massiven Kriegsgeschehen. Dort wird man natürlich viel mehr ukrainische Fahnen finden und auch sehr häufig die rot-schwarzen Bandera-Fahnen. Also da gibt es eine Teilung des Landes, würde ich sagen, nicht nur sprachlich, sondern auch im Verhältnis zu dem, was das Land selbst sein kann. Was wir überall angetroffen haben, ist natürlich die Hoffnung, dass die Ukraine genug Waffen bekommt, um sich gegen diesen Angriff zur Wehr zu setzen.
Das war, gab es keine unterschiedlichen Positionen von dem, was wir dort gehört haben, was natürlich auch immer ein Ausschnitt ist. So, ich freue mich, dass wir hier sitzen, dass neben mir sitzt Raúl Sánchez Cedillo. Wer Medico kennt, wir haben ihn interviewt im Rundschreiben von Medico International. Wir haben uns auch beteiligt an der Übersetzung seines Buches. Er ist Philosoph, spanischer Philosoph, also auch ein ganz anderer Blick vielleicht als den, den wir hier in Deutschland gewöhnt sind, aber auch sehr eng verbunden mit allen sozialen Bewegungen, die ja Spanien vor allen Dingen in den 2010er Jahren sehr stark geprägt haben und versucht, wo er auch versucht hat, mit anderen zusammen sowohl auf philosophisch-theoretischer Ebene wie kultureller Ebene einen Diskurs zu prägen, woraus sich vielleicht auch eine Perspektive entwickeln kann. Und Raúl hat in diesem Zusammenhang auch sehr viel Kontakt zu Leuten vom Euromaidan gehabt, was ihn wahrscheinlich auch, das kann er uns ja dann erzählen, auch bewegt hat, sich sehr intensiv mit den Hintergründen des jetzigen Krieges zu beschäftigen. Dann sitzt neben mir Stefan Reinicke. Stefan ist Parlamentskorrespondent der Taz und hat sehr viele Kommentare zu den Debatten in Deutschland um Waffenlieferungen oder Ukraine-Politik gemacht. Und wir haben hier, glaube ich, zwei Protagonisten, während Raúl, glaube ich, einen sehr generellen und auch analytischen Blick auf diese Entwicklungen wirft, geht Stefan von einer sehr pragmatischen Frage aus, wie kann man sich als linker, aufgeklärter Mensch in diesem Konflikt positionieren. Und hier werden wir auch sicherlich einige Debatten erleben, die wir aber, davon gehe ich aus, in einem sehr guten Klima führen werden. Das war auch unsere Idee, ob wir vielleicht Räume schaffen können, wo wir unterschiedliche Positionen haben, die aber nicht sozusagen explodieren wie auf Twitter, ja, sondern versuchen wirklich miteinander in die Debatte zu gehen. Ich glaube, dass deshalb, weil vielleicht ein Ausgangspunkt für unsere gemeinsame Debatte hier eine Idee von Europa ist, was nicht allein die EU darstellt, sondern ein Europa, was auch die emanzipatorische politische Ideen widerspiegelt und was ein Europa für alle ist, die hier leben. Das könnte doch unser gemeinsamer Ausgangspunkt sein, auch wenn dieser Horizont, wie mir scheint, sehr in weite Ferne gerückt ist. Also so viel zu meiner Einleitung. Und jetzt wir haben natürlich das Buch, wir lesen jetzt nicht aus dem Buch, das ist für so ein politisches Buch einfach schwierig. Deshalb haben wir gedacht, wir machen das in Form einer Debatte. Und Raúl wird meine Eingangsfragen dazu nutzen, ein bisschen auch sein Buch vorzustellen. Und Stefan wird Antworten, Kritiken, was auch immer dazu geben. Meine erste Frage oder meine Eingangsfrage bezieht sich auf eine zentrale These in Raúls Buch. Er sagt nämlich, wir befinden uns auf dem Weg in ein Kriegsregime, das eigentlich schon seit 2001 mit dem Krieg gegen den Terror existiert. In Russland könnte man sagen, existierte schon länger, ja, mit den Kriegen gegen Tschetschenien. Also da ist das Kriegsregime, wenn es darum geht, ein Staat versucht, mit einem äußeren Feind eine innere Kohärenz zu schaffen, hat das natürlich Putin schon in den 90er Jahren gegen Tschetschenien gemacht. Der Krieg in der Ukraine, schreibt Raúl in dem Buch, entstand nicht aus Zufall. Er ist eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, nicht nur in Beziehungen zwischen Mächten, sondern als Ressource des Gehirns des kapitalistischen Kollektivs. Wir haben es mit einem Philosophen zu tun. Es handelt sich um einen Übergang zu neuen Regime der Akkumulation von Kapital und Macht. Warum gibt es diesen Krieg? Welche unterschiedlichen Konflikte und Interessen spiegeln sich in diesem Kriegsregime und wofür ist der Ausdruck, Raúl? First of all, thank you for the invitation. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung an Medico, an die Taz-Kantine und vielen herzlichen Dank an Sie alle. Warum dieser Krieg? Um das ganz offen zu sagen, also das musste eigentlich passieren. Wenn wir uns
die Entwicklung seit 2014 anschauen, also die Ergebnisse des Euromaidans, der Bürgerkrieg in der Ukraine. Eigentlich eine Auseinandersetzung zwischen der Europäischen Union, NATO und Russland. Die Minsker Abkommen sollten eigentlich eingehalten werden von allen Parteien. Also ich weiß nicht, ob ich da falsch liege, da können Sie mich gerne korrigieren. Angela Merkel hat in einem Spiegel-Interview gesagt, dass die Minsker Abkommen dazu dienten, Zeit zu gewinnen. Also da war eigentlich das Ziel der Akteure. Die Poroschenko-Regierung, sie hat versucht, Zeit zu gewinnen. Man hat versucht, die Armee wieder aufzubauen, die völlig da niederlag. Nach den Ereignissen, nach dem Maidan. Dann kam es ja auch zu der Abspaltung der Republiken Lugansk und Donetsk. Und diese Republiken waren auch völlig zerstört. Zusammen mit Russland hat man dann dort versucht, Stärke aufzubauen und auch Gegenschläge durchführen zu können. Und alle waren irgendwie darauf vorbereitet. Aber das bedeutet überhaupt nicht, dass das nicht hätte irgendwie auch umgangen werden können, wenn die Dinge sich anders entwickelt hätten. Also mein Buch und meine Perspektive, das ist natürlich die eine Sache. Ich spreche sozusagen von einer Lagerbildung. Aber ich meine dies in Bezug auf eine starke Positionierung. Also da geht es wirklich darum, dass man die unterschiedlichen Positionen weltweit in zwei Lager einteilt, dass es da eine Binarität gibt, mit einer einzigen Möglichkeit. Also wenn man gegen den Krieg ist, dann ist man einfach ein Putin-Versteher. So wird das in den Medien dargestellt. Und so ist das auch bei der Militarisierung der Kommunikation und über die kompletten Medien hinweg. Also in den unterschiedlichen Zeitungen oder auch in den sozialen Medien ist das so. Wir sehen die Alt-Right-Bewegung und wir sehen einfach, wie die sozialen Bewegungen, die den arabischen Frühling mit hervorgebracht haben, die Occupy-Bewegung, die Bewegung der Empörten in Spanien, die 15M-Bewegung, wie sich diese sozialen Netzwerke zu etwas ganz anderem entwickelt haben. Für Plattformen, für Hate Speech und eine militarisierte Form der Kommunikation und für die Stärkung des Faschismus. Also da gab es auch oligarchische Strömungen. Und das bedeutet einfach, dass dieser Krieg etwas ist, das aus der Perspektive der Entwicklung des Weltsystems begriffen werden muss. Also wenn man diesen Krieg verstehen will, dann muss man wirklich die echte Situation mit einbeziehen. Und dann müssen wir wirklich hier jene mit einbeziehen, die unter dem Krieg auch leiden. Und da denke ich zum Beispiel auch an DeserteurInnen, an Geflüchtete, an Asylsuchende aus der Ukraine, aber insgesamt aus diesem ganzen Gebiet und auch aus der Perspektive jener, die immer die Opfer eines Krieges sind, die subalternen Klasse, also und das gar nicht im klassischen Sinne, sondern subalterne Klassen als etwas, das verstanden wird wie die armen ArbeiterInnen, LGBTIQ-Personen, Menschen mit Behinderung, Roma und Sinti und andere Minderheiten, Frauen genauso, sie sind auch Opfer dieses Krieges. Wir dürfen nicht vergessen, dass in der Ukraine und in der Republik Lugansk und Donetsk es eine Einberufung gibt.
Alle werden einberufen. Das kann man gar nicht verhindern. Frauen sind meistens nicht in kämpfenden Positionen, aber sie sind häufig Opfer der Gewalt, von den Auswirkungen des Krieges, Missbrauch, Tötungen, Vergewaltigung. Und das betrifft auch andere Bevölkerungsgruppen, Minderheiten, die nicht mit einbezogen werden können, diese absolute Mobilisierung oder nicht einbezogen werden wollen. Und das ist meine Perspektive. Und aus dieser Perspektive heraus gibt es eigentlich gar keinen Grund, mit diesem Krieg weiterzumachen. Denn die Möglichkeit einer nationalen Befreiung für die Ukraine, das ist ja wirklich ein echtes Thema. Wir kennen ja die Tragödie der Ukraine im 20. Jahrhundert. Also das ist ja wirklich aus verschiedener Perspektive eine der größten Tragödien. Aber auch der Aufbau einer Nation, also das ist ja ein schwieriger Prozess. Also die 60er, 70er Jahre, das ist ja sozusagen einer der fruchtbarsten Momente der ukrainischen Geschichte, wo man eben Teil der UdSSR gewesen ist. Also die Gründung der Sowjetrepubliken, das ging ja auch einher mit der Gründung der UdSSR. Und die großen Tragödien der Ukraine, also den Holodomor zum Beispiel, also das vollzog sich ja auch unterhalb der UdSSR-Geschichte, unter dem Stalinismus, unter der Zwangskollektivierung. Das passierte natürlich auch an anderen Orten in Russland oder an anderen Orten der UdSSR. Also die zweitgrößte Militärmacht der Welt ist verwickelt in diesen Krieg. Dann das Atlantikbündnis ist verwickelt. Die NATO unterstützt diesen Krieg mit all den Mitteln des modernen Krieges, mit all den Staaten, die immer wieder sagen, wir können es uns nicht leisten, diesen Krieg zu verlieren und damit eskalieren. Also das ist der Diskurs, den es derzeit gibt zu diesem Krieg. Wenn man Habermas letzten Artikel liest, also da erklärt er das ganz eindeutig. Jeden Tag, wo dieser Krieg anhält, da ist doch eher die Frage, wie das alles enden kann. Und Russland kann es sich überhaupt nicht erlauben, diesen Krieg zu verlieren. Das Putin-Regime kann sich nicht erlauben, diesen Krieg zu verlieren. Die Selenskyj-Regierung und die Republik, die aus dem Euromaidan hervorgegangen ist, kann es sich auch nicht erlauben, in Verhandlungen zu gehen, wo dann irgendwelche territorialen Zugeständnisse gemacht werden. Und 2014, also die Annexion der Krim oder auch die Gebiete, die dann eingenommen worden sind von den SeparatistInnen unter Einbeziehung der Wagner-Gruppen oder der russischen Armee. Also die Akteure können einfach nicht zulassen, dass sie verlieren. Also die Akteure können es einfach nicht sich erlauben, diesen Krieg zu verlieren. Und deswegen ist diese Vorstellung des Sieges überhaupt nur als etwas gesehen werden, wo eben dann die Ukraine zerstört wird. Also das ist eine Perspektive. Ursula von der Leyen hat etwas geäußert, das mich wirklich schockiert hat und das ich auch in dem Buch zitiere. Sie sagt, Ukrainer sind bereit, für die europäische Perspektive zu sterben. Und wir müssen ihnen helfen, ihren Traum zu erfüllen. Sie sind bereit, für den europäischen Traum zu sterben. Also sie sind bereit zu sterben, diese Ambivalenz. Also das entspricht ja etwas, was wir
bei anderen Tragödien der Ukraine gesehen haben. Also, und das wird auch dem Krieg kein Ende beenden. Also es gibt immer wieder dann Trauma, Rache, Hasse, Reparationen, Faschistisierungsprozesse auf beiden Seiten. Und das sind eigentlich die Elemente, die als eigene Sieger aus dem Krieg hervorgehen, wenn der Krieg dann irgendwann mal zu Ende kommen wird. Aber der Krieg wird nicht enden. Wir müssen diesen Krieg in einem Rahmen begreifen, nämlich innerhalb der Krise des Weltensystems und innerhalb eines US-dominierten Weltensystems. Denn dieser Krieg verzögert alle Versuche, irgendwie die Klimakrise zu lösen, das Thema der Migration, also auch die Nord-Süd-Fragen und so weiter. Und natürlich wären da auch die Energiekrise und die Nahrungsmittelversorgung zu nennen. Das ist wirklich ein Wendepunkt, also sozusagen eine Zeitenwende. Ironisch könnte man das auch so nennen. Und damit komme ich eigentlich auch schon zum Ende. Also der wesentliche Aspekt dieses Krieges besteht darin, dass von jetzt an dass Kapitalismus und Demokratie einfach nicht mehr Hand in Hand gehen, sondern getrennt sind. Liberale Demokratien werden autoritärer. Sie etablieren Kriegsregime innerhalb ihres eigenen politischen Raumes, ihres eigenen parlamentarischen Systems, unter dem Vorwand, dass gesagt wird, ja, wir müssen eben diese Schlacht um die Freiheit gewinnen. Und dieses Paradoxum kann überhaupt nicht verstanden werden, wenn wir uns nicht die Entwicklung des Weltensystems seit 2001 anschauen. So, wir haben Vertreter der Medien hier, ja, und Raoul hat gleich am Anfang davon gesprochen, dass es eine Militarisierung der öffentlichen Sphäre gibt oder geben könnte und auch die Dichotomisierung, die durch den Krieg entstanden ist. Ja, wir haben ja das auch so getitelt, Go West? Fragezeichen, müssen wir uns jetzt alle hinterm Westen versammeln. Wie siehst du die Rolle der Medien in diesem Konflikt und vielleicht hast du auch ein bisschen eine andere Meinung zu dem, was Raoul sagt. Ja, danke für die Frage. Ja, das war ja schon so ein großes Spektrum, was du in deinem Beitrag aufgemacht hast. Und es ist nicht so ganz einfach, auf alles zu antworten. Deswegen halte ich mich jetzt erstmal an diese Frage, Katja, mit den Medien. Du hast ja davon gesprochen, dass es so eine Art totale Mobilisierung geben würde, vermittels der Medien. Ich würde das so ein bisschen entdramatisieren. Also ich glaube, wenn wir Medienkritik üben, aus einer emanzipatorischen oder linken oder so, wie auch immer Perspektive, dann müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Und zwar aus einem naheliegenden Grund, dass nämlich die Kritik an den Leitmedien eigentlich ein rechter, rechtspopulistischer, rechtsextremer Topos geworden ist. Ja, das war zu den Zeiten, als die Taz gegründet worden ist, war das noch anders. Aber heutzutage ist diese Kritik an der veröffentlichten Meinung ein Standardargument und ein Standardpattern der Rechtspopulisten. Nicht nur in Deutschland, sondern, glaube ich, in der westlichen Welt. Und das müssen wir mitdenken, wenn wir sozusagen Kritik an diesen Leitmedien adressieren. Dass es so eine völlige Mobilisierung durch die Medien gibt in Deutschland, das kann ich beurteilen, glaube ich, es gibt es nicht. Es gibt eine gewisse Vereinseitigung des Diskurses. Es gibt eine Studie, glaube ich, von Otto Brenner Stiftung beauftragt, durchgeführt von der Universität Mainz, die sozusagen die Leitmedien in Deutschland, das Bild des Krieges in den Leitmedien untersucht haben. Und da ist das Ergebnis, das, was gewissermaßen das empirische Ergebnis entspricht dem gefühlten Ergebnis, nämlich in 7 von 8 Leitmedien werden Verhandlungen negativ beurteilt und Waffenlieferungen positiv.
Das heißt, wir haben, das ist ja auch keine wirklich originelle Erkenntnis oder Neuigkeit, einen geteilten Diskurs in Deutschland und vielleicht auch in anderen Ländern. Wir haben sozusagen die politische Klasse und die Leitmedien, die ganz stark auf Waffenlieferungen fokussiert sind, und einen Teil der Wählerschaft, die da wesentlich skeptischer sind. Das ist übrigens auch bis in die, keine Rechts-Links-Teilung, keine strikte. Wir haben auch 40% der Unionswähler, die skeptisch sind bei Waffenlieferungen. Also insofern finde ich, das Bild ist wesentlich differenzierter, wenn wir uns Öffentlichkeit und Medien angucken. Also wir haben sozusagen so einen Sog in Deutschland. Ich glaube, die Situation in Deutschland ist nochmal speziell, weil diese Diskussion um Waffenlieferungen in dieser Intensität seit einem Jahr ist spezifisch für Deutschland. Es gibt keine vergleichbare Diskussion in dieser Intensität in Italien, Frankreich, Spanien, glaube ich auch nicht. Es ist eigentlich eine deutsche Selbstverständigungsdebatte. Welche Rolle soll Deutschland zukünftig in Europa und in bewaffneten Konflikten spielen? Das ist sozusagen der Trigger dieser Debatte, deswegen ist sie so dominant. Aber wie gesagt, ich würde so ein bisschen vorsichtig sein mit so pauschalen Urteilen über mobilisierte Öffentlichkeit. Ich glaube nicht, dass es hier eine mobilisierte Öffentlichkeit ist. Es gibt einen Diskurs, der mich erinnert so ein bisschen, wenn wir uns angucken, Leitmediendiskurs oder politisches Berlin und Leitmedien und was sozusagen die öffentliche Meinung, also die nicht veröffentlichte, sondern die öffentliche Meinung ist, da erinnert mich das zum Beispiel ein bisschen an 2015, 2016. In der Flüchtlingskrise gab es einen ähnlichen Dissens zwischen, also so ein Split zwischen Leitmedien und dem, was im Wahlvolk so gedacht wurde. Also ein etwas differenzierteres Bild. Sollte ich noch zu ein, zwei Punkten was sagen? Gut. Ganz am Anfang, also vielleicht nur noch wirklich eine kleine Bemerkung zu Merkel. Du hast am Anfang Merkel erwähnt. Das ist eine Äußerung von Merkel in einem Interview, wo sie gesagt hat, da ging es um Minsk I und vor allen Dingen Minsk II, was Deutschland ja zentral verantwortet und mitverhandelt hat, in der Hoffnung, diesen Konflikt zu pazifizieren, zusammen mit Frankreich vor allen Dingen. Und da hat sie gesagt, es wäre darum gegangen, bei Minsk II vor allen Dingen, der Ukraine Zeit zu verschaffen, um sich gegen die russische Aggression, die kommen würde, zu wehren. Dieses Zitat wird oft in dem Kontext verwandt, dass der Westen gewissermaßen irgendwie von Anfang an Teil einer Aufrüstung war. Und ich finde, das ist ein bisschen zu plan. Zum einen muss man sehen, dass Merkel in Deutschland stark unter Beschuss steht wegen Nord Stream 1, wegen der Energieabhängigkeit von Russland, aber auch teilweise wegen den Minsk 1 und 2. Und weil sie im Grunde genommen die Bundesregierung oder Deutschland nicht ausreichend gesehen hat, wie in den USA, in Großbritannien, das aggressive Potenzial von Putin. Und für sie hat diese Bemerkung die Funktion, sich zu rechtfertigen. Das müssen wir sozusagen bei diesem Zitat sehen. Und zum anderen ist auch die Frage, war es denn falsch? Meiner Ansicht nach war es richtig. Es war richtig, der Ukraine die Möglichkeit zu geben. Deutschland hat das nicht getan. Deutschland hat keine Waffen geliefert. Ja? Also ich erinnere, wenn man sich daran erinnert, Robert Habeck war 2021, glaube ich, in der Ukraine im Donbass und hat gesagt, ja, man sollte sich überlegen, ob man vielleicht doch irgendwas liefert, also irgendwas ganz Defensives oder Helme oder so. Und da inklusive meiner Person gab es eine sehr negative Kommentierung von Habeck. Das war die deutsche Position. Und wir müssen aber, glaube ich, im Nachhinein vom 24. Februar aus sehen, ein Ereignis, das mich wirklich noch immer erschüttert und vollkommen überrascht hat damals, wegen meiner eigenen Fehleinschätzung, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, dass Putin diesen Angriffskrieg beginnen würde, dass das natürlich in gewisser Weise richtig war. Die Ukraine mit der Fähigkeit auszustatten, sich gegen diesen russischen Angriff zu wehren. Insofern gibt es da schon einen kleinen Dissens. Ja, ich würde auch dich fragen, weil du gesagt hast in deinem
kurz in deinem Einleitungsstatement, dass alles darauf hinauslief, dass dieser Krieg kommt. Aber gleichzeitig warst ja wahrscheinlich du genauso überrascht, dass er dann kam, wie wir alle. Und auch, wie ich weiß, von vielen Ukrainern und Ukrainerinnen. Also im Nachhinein wird so getan, als hätte man das alles erwartet. Das stimmt aber nicht. Also was ist der Moment der Überraschung aus deiner Sicht? Also was haben wir nicht verstanden, wenn wir jetzt nicht nur auf das reine Unmittelbare, diesen ukrainisch-russischen Konflikt schauen, sondern auch darüber hinaus im Kontext der globalen Krisen, die du angesprochen hast, was kanalisiert sich da und weshalb es auch vielleicht so schwierig ist, für uns eine Sprechposition zu finden? Also für jeden von uns, wer ist schon wir? Ja, most likely. Also Psychoanalysen von politischen Führungspersönlichkeiten oder auch bösartigen Menschen, also das sollten wir vielleicht eher nicht machen, sondern wir sollten uns die Kritik anschauen, die die sozialen Bewegungen formuliert haben, die Bewegung von unten, zum Beispiel an dem destruktiven Charakter des Kapitalismus oder der kapitalistisch gestalteten Globalisierung. Also das wird ja häufig einfach als Rhetorik verstanden, dass das irgend so eine linke Argumentationsstruktur ist. Und gleichzeitig wird das dann nicht ernst genommen. Und dieser Krieg ist eigentlich etwas, das klar entgegensteht zu den Empfehlungen des Weltklimarates. 2021, im 6. Bericht des Weltklimarates, heißt es, also es gibt einen Bericht, der nicht zensiert worden ist, und ein weiter Bericht, der ein bisschen runtergedimmt ist. Und da wird wirklich formuliert, dass kapitalistisches Wachstum ausgesetzt werden muss, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Denn andernfalls kann eben dieses 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht werden. Und andernfalls wird es einfach sehr viel häufiger extreme Wetterphänomene geben. Das bedeutet einfach chaotische Interaktionen zwischen politischen Handlungen, Migrationsprozessen und Diktatoren. Also das wird dann im Zusammenspiel, im Wechselspiel stehen. Und ich denke, das sollten wir eigentlich berücksichtigen, und das sage ich wirklich für alle PolitikerInnen. Aber so verhalten sie sich nicht. Also das Problem mit diesem Krieg ist ja auch so, dass ich eigentlich auch nicht erwartet habe, dass Putin diesen Einmarsch durchführen würde. Und gleichzeitig wusste ich es aber eben auch noch nicht, wusste ich das auch nicht, denn Putin ist ja einfach eine sehr brutale Person. Putin hat seine Macht konsolidiert, indem ein Krieg losgetreten worden ist in Tschetschenien. So wurde die Macht von Putin konsolidiert nach den Turbulenzen der Jelzin-Zeit. Er begann seine Karriere in St. Petersburg, dann später ging er nach Moskau als FSB. Direktor, dann war er Innenminister und später Premierminister. Und als er dann wirklich Macht in der Hand hatte, hat er diesen Krieg losgetreten. Erinnern wir uns an diese Attentate in unterschiedlichen Moskauer Stadtvierteln, wo Bomben explodiert worden sind. Mehrere hundert Menschen haben ihr Leben verloren, und da wurde gesagt, ja, das sind Bomben, die TerroristInnen gelegt haben. Und eigentlich ist es klar, dass das eine staatliche Operation war. Also so etwas musste ja eigentlich irgendwie passieren. Also
Also das Problem mit der europäischen Linken und besteht ja eigentlich darin, dass wir die Ukraine vergessen haben nach 2014. In dem Buch gehe ich auch darauf, in dem Buch gehe ich auf folgenden Punkt ein, dass es eine Konferenz gab im Reina Sofia Museum mit dem grob übersetzten Titel der Vereinnahmung Europas, also wo entwickelt sich Europa hin? Und wo entwickelt sich die Demokratie hin? Also im echten Sinne, so wie das eigentlich die Bewegungen eingefordert haben, die sozialen Bewegungen. Also dass man auch gesagt hat, damals wurde eine echte Demokratie eingefordert. Und zu diesem Zeitpunkt, da wurden ja auch Personen eingeladen aus Kiew. Und damals vollzog sich dann die Invasion der Krim. Und die Genossinnen haben uns dazu aufgefordert, eine Erklärung abzugeben. Und da wurde dann auch eine Stellungnahme von Ihnen verlesen, wo diese Invasion verurteilt wurde. Das sind auch Personen, die am Euromaidan mitgewirkt haben. Das waren sozusagen Linke, die dort mitgewirkt haben. Und das ist gar nicht so einfach, die ganze Situation zu verstehen, auch im Zusammenhang mit dem Euromaidan. Denn es gab ja diese Beschreibung und auch den Verdacht, diese Behauptung, dass das alles völlig von den Nazis kontrolliert gewesen sei. Und das ist immer auch noch ein Problem, das noch nicht ganz gelöst ist. Ein bedeutender Soziologe, auf den ich mich sehr beziehe im Buch, Wladimir Ischenko, der auch an der Frankfurter Veranstaltung teilnehmen wird, also die Veranstaltung am 21. Februar. Also er spricht ja vom Euromaidan und von der sogenannten Orangenen Revolution. Das sind defizitäre Revolutionen, sagt er. Nämlich, sie schaffen es nicht, die Oligarchen ganz zu entheben. Sie sind keine konstituierende Macht, sie provozieren. Und Ischenko hat vor kurzem einen guten Artikel herausgegeben. Das ist noch nicht unbedingt im Buch aufgegriffen, aber er beschreibt darin diese Probleme, die die Linken gehabt haben beim Euromaidan, innerhalb des Euromaidans, dass sie eben nicht in der Lage waren, die Faschistinnen zu besiegen. Denn sie hatten kein gutes Repertoire an nicht gewaltvollen Aktionen, kein gutes Repertoire an Möglichkeiten, wie man eben diesen Elementen die Macht entzieht. Die gewaltvollen Elemente des Janukowitsch-Regimes, also die Situation in Lugansk und Donetsk und dann die Situation auf der Krim, also das waren einfach die Vorläufer für die weiteren Entwicklungen, auch im Zusammenhang mit dem Euromaidan. Und gleichzeitig gab es eben auch unternehmerische Kräfte, die eine effektive Antwort geben konnte. Die linken Kräfte waren völlig unterworfen. Und ich denke, das ist wirklich ein Problem, das wir mit einbeziehen müssen, wenn wir die Entwicklung des gesamten Prozesses verstehen wollen. Und wenn wir die Tatsache verstehen wollen, dass auf der einen Seite die europäische Linke wirklich auch die meisten Ereignisse völlig vergessen hat. Also niemand hat da gesehen, dass das in diesen Krieg fielen könnte, der im letzten Jahr begann. Und gleichzeitig gibt es auch eine völlig mangelnde Kommunikation zwischen der osteuropäischen Linken, der ukrainischen Linken, der polnischen Linken und anderen Linken und der Linken im Westen. Und das hat natürlich auch etwas mit echten Wahrnehmungsasymmetrien zu tun. Und auch kann das zurückgeführt werden auf diese Spaltung, die etwas mit der Sowjetunion zu tun hat und dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch des realsozialistischen Blocks.
also die Linke, die es in der Ukraine gegeben hat, war nicht in der Lage, gegen diesen schrecklichen Antikommunismus vorzugehen. Also das bedeutet eigentlich Nationalismus und nicht Internationalismus. Und auch gegenüber anderen Bewegungen, wie zum Beispiel dem westlichen Kapitalismus, also gegenüber anti-emanzipatorischen Bewegungen. Also ich denke, das betrifft uns, das trifft auf uns alle zu. Aber die PolitikerInnen und MedienexpertInnen, also ich sehe das wie Stefan, ich denke, wir sollten da nicht das völlig verallgemeinern, aber ich sehe das erst eher aus der Perspektive von Frankreich, Spanien und den USA. Und da liegt ja auch ein Problem. Jene, die die Medien kritisieren, das ist die Ultra-Right-Bewegung. Aber sie gehören ja auch zu den Medien. Also diese Positionen, Pro-Verhandlungen, Nicht-Verhandlungen, sind völlig monopolisiert auf beiden Seiten. Also in dem Sinne, dass wir wirklich einbeziehen müssen, wie die russische Seite vorgeht und operiert. Und da müssen wir natürlich nicht nur die Bots mit einbeziehen, sondern einfach alle Personen, die auftreten. Also da wären ja auch faschistische Kräfte in den USA zu nennen oder andere Positionen. Und wir müssen auch einfach mit einbeziehen, welche Auswirkungen der Krieg auf den globalen Süden hat. Also in dem Sinne, dass es ein absolutes Kommunikationsdesaster da gibt für den Westen. Und dass es gleichzeitig eben auch viele gibt, die die russische Position unterstützen. Und das Ganze ist dann aber genauso militarisiert. Also ein Propaganda-Ansatz hinsichtlich der Kommunikation. Das ist, dass gesagt wird, ja, das ist ein endgültiger Krieg, und auch, dass Evo Morales Putin gratuliert hat, das ist wirklich tragisch, denn Evo Morales steht ja für sehr viel antikoloniale Kämpfe, für antifaschistische Politik und emanzipatorische Politik, aber die Effekte im globalen Süden sind ja so, dass man sagt, okay, Putin kämpft gegen die westliche Hegemonie, und die westliche Hegemonie hat entsetzliche Auswirkungen auf Lateinamerika, und das ist eine wirkliche Tragödie. Ich versuche es jetzt wieder ein bisschen. Das Problem, dass wir, Raoul hat eine These in seinem Buch, dass eigentlich die Konflikte nicht mehr zu trennen sind. Deshalb landen wir jetzt gleich in der Welt. Ja, er sagt, es gibt einen Krieg, der russischen Krieg gegen die Ukraine, aber gleichzeitig wird das sofort überlagert von allen anderen Konflikten. Deshalb ist es auch jetzt sehr schwer, diese Podiumsdiskussion zu moderieren für mich. Ich versuche es jetzt nochmal zuzuspitzen auf eine Frage, Deficient Revolution. Also die Frage ist ja sozusagen die Krise der Repräsentanz, die Krise der Demokratie. Das ist ja nicht nur ein Problem in der Ukraine. Ja, wir haben das bei allen großen Aufständen erlebt, dass eigentlich der Punkt, wo man etwas konstituiert, wie du sagst, also wo man etwas vorlegt, was nicht nur eine Abschaffung ist, sondern etwas Neues, dass es sehr schwer ist. Und wenn ich war auch in Chile jetzt, da habe ich das selbst miterleben dürfen, dass selbst bei der Idee einer Konstituierung über eine Verfassung letztlich diese Linke, die das dort gemacht hat, gar niemanden repräsentiert hat, außer sich selbst. Ja, also gut 40%. Also insofern müsste man vielleicht nochmal fragen, wie wir in diesem Situation, in der ja auch die Linke in einer Ohnmachtsposition ist, wie sie sich da, das ist nicht nur ein Problem der Ukraine, scheint mir. Was fällt dir dazu was ein? Ja, viel fällt mir dazu ein, zu viel vielleicht sogar. Ich glaube, die Frage ist, du hast es gerade darauf hingewiesen, was Raouls Ansatz ist. Er hat es ja am Anfang gesagt, also dass der Schlüssel ist der globale destruktive Kapitalismus. Das war ja der Beginn von deinem Wortbeitrag, dass man darüber gewissermaßen auch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine deuten kann. Und da würde ich ein Fragezeichen hintermachen. Ich komme gleich zu deiner
danach zu deiner Frage. Weil ich glaube, dass wir es hier mit etwas anderem zu tun haben, mit etwas sehr Spezifischem. Du kannst da wieder vielleicht widersprechen, es würde mich interessieren, wie du das siehst. Wir haben es mit einem Angriffskrieg zu tun, der revanchistisch ist, aus russischer Perspektive. Wir haben es mit einem authentischen russischen Imperialismus zu tun, der sich nicht nur auf die Ukraine bezieht, sondern auch auf andere Gebiete, die früher oder im 19. Jahrhundert zum Russischen Reich gehörten, Moldau, Georgien. Also die russische Aggression, es ist zumindest eine offene Frage, ob die russische Aggression in der Ukraine enden wird. Und Putin bezieht sich ja, also ich will jetzt auch keine, Raul hat es ja gesagt, er möchte nicht gewissermaßen die Psychologie Putins studieren, aber wir müssen nicht die Psychologie Putins studieren, aber wir sollten vielleicht seine Texte zur Kenntnis nehmen. Und in diesen Texten ist ja gewissermaßen dargelegt diese revanchistische, großrussische Weltsicht und sein politisches Programm, das ist seit dem 24. Februar klar, ist, das nicht nur in Essays kundzugeben, sondern auch in, mit Angriffskriegen zu realisieren. Und ich glaube, dieser Punkt ist unhintergehbar. Ja. Und wenn wir uns fragen, welchen Charakter dieser Krieg hat, dann erkennt man, glaube ich, auch, dass dieser Krieg sich unterscheidet von anderen Kriegen in den letzten 20 Jahren. Er unterscheidet sich von dem Kosovo-Krieg, von dem Afghanistan-Krieg, dem Irak-Krieg und dem Libyen-Krieg. Diese Kriege hatten teilweise vom Westen aus geführt einen neoimperialen Charakter. Das ist, führt jetzt zu weit, auf jeden einzelnen Krieg einzugehen. Aber das Besondere, das Unterscheidungsmerkmal des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist, dass es hier um einen klassischen Eroberungskrieg geht. Das heißt, das Ziel ist, die Ukraine als Nation auszulöschen und das Gebiet gewissermaßen als kleinrussisch in das russische Reich einzugliedern. Und das ist das Besondere dieses Krieges und das ist, glaube ich, fundamental zu erkennen, wenn wir über diesen Krieg sprechen. Und da scheint mir dieser Schlüssel, wie gesagt, global destruktiver Kapitalismus. Also ich denke, ja, natürlich hat dieser Krieg globale, geopolitische, strukturelle Hintergründe. Aber im Vordergrund müssen wir müssen auch den Vordergrund sehen und wahrnehmen, dass der eben auch im Vordergrund steht. Zu dieser Frage der defizitären Revolutionen, also der Euromaidan oder die Orangene Revolution in der Ukraine. Dazu würde ich sagen, also es gibt eine Lesart, eine westliche Lesart, die auch dominant, die hier diesen medialen Debatte beherrscht, die vorhin habe ich das schon angesprochen, und die sagt, das ist ein Krieg von Demokratie gegen Diktatur. Punkt. Oder Ausrufezeichen. Und ich, da würde ich eher kein Ausrufezeichen machen. Natürlich ist es so, dass wir dass das putinsche Regime, und zwar ganz besonders in dem letzten Jahr, also nach meiner bescheidenen Wahrnehmung hat sich diese Herrschaft in Russland verändert von einem autoritären Regime in eine offene, aggressive, repressive Diktatur, die also in der die Repression schlimmer ist als zu Brezhnevs Zeiten. Auf der anderen Seite haben wir die Ukraine, in der es diese defizitären Aufstände gab, diese defizitären Revolten gab, defizitär in dem Sinne, da stimme ich mit Raul überein, in dem Sinne, dass es nicht gelungen ist, die oligarchischen Grundstrukturen zu verändern. Und deshalb scheint mir auch diese Gegenübersetzung von sozusagen, das ist ein Kampf der Freiheit gegen die Diktatur, der Demokratie gegen die Diktatur, ergänzungsbedürftig. Ergänzungsbedürftig nämlich insofern, als die Ukraine eben zwar den demokratischen Wechsel kennt, aber in strukturell, was die oligarchische Struktur angeht, was den defizitären Rechtsstaat angeht, ähnlich zu russischen Verhältnissen ist. Und das hat ja auch der Europäische Rechnungshof im Herbst 2021 noch nachdrücklich dargestellt, was Korruptionsbekämpfung oder was den Stand der Korruption in der Ukraine angeht, wie katastrophal die Lage ist und wie wenig erfolgreich die europäischen Versuche waren, diese Lage zu verbessern. Ja, soweit. Ich,
ich würde da jetzt insofern dir eine Vorlage geben, weil ich denke, du schreibst in deinem Buch, wir wollen ja auch immer noch das Buch vorstellen, du hast die Figur des gerechten Krieges, du kannst auch damit umgehen zu sagen, dass der gerechte Krieg natürlich naheliegend ist, angesichts des empörenden Überfalls, so wie du es auch beschrieben hast. Ich glaube nicht, dass ihr da so einen großen Unterschied habt in der Beschreibung dessen, was der putinische Angriffskrieg darstellt. Rauls Punkt aber ist zu sagen, dass eigentlich man es trotz allem eher mit dem Ersten Weltkrieg vergleichen muss. Also der Gefahr des Hineinschlitterns und der vollkommenen Unkontrollierbarkeit. Und es kommt ja nicht umsonst auch jetzt schon bei den Schlachten in Ostukraine, also das Beispiel von Verdun. Ja? Also da sterben Menschen für Millimeter oder kleine Kilometer von Gewinn. Also nochmal zu dieser Frage, gerechter Krieg und Erster Weltkrieg. Es geht hier immer darum zu ringen, was kann eine Position sein, eine emanzipatorische Position, sich dazu zu äußern, angesichts der eigenen Ohnmacht. Das ist sowieso die Quadratur des Kreises. Aber los. Yeah, but the der gerechte Krieg. Das ist ja eigentlich eine theologische Doktrin. Also da geht es ja eigentlich um eine christliche theologische Interpretation oder einen theologischen Ansatz, den Dschihad. Wenn wir das anders sehen, also wenn wir das einschreiben, mehr ins Völkerrecht, dann ist das vielleicht noch etwas anderes. Ich stütze mich auf Espinosa in einigen Teilen. Und da wird gesagt, dass jeder Staat, jede Politik und andere Faktoren genauso viel Rechte wie Macht haben. Also wer Macht hat, hat Rechte. Also das Recht des Stärkeren. Also Baruch Spinoza ist überhaupt nicht zynisch in diesem Sinne, sondern das ist auch einfach wahr. Das internationale System der Vereinten Nationen definiert den gerechten Krieg. Und es gibt ja auch einen internationalen Gerichtshof in Den Haag. Ein Gerichtshof, der weder von Russland noch von den Vereinigten Staaten anerkannt ist. Und das könnte ja eine Struktur sein für einen echten Einsatz. Wenn es eine solche Struktur überhaupt nicht gibt, dann heißt das ja überhaupt nichts, dann ist das einfach nur eine Worthülse, etwas völlig Leeres. Denn wer definiert das dann? Ist das etwas, das man dann moralisch definieren kann? Wir müssen die Narrative beider Seiten analysieren. Revanchistische Akteure, neofaschistische Akteure. Stefan hat ja auch den Revanchismus angesprochen. Putin bezieht sich auf Evalin. Also Ivan Ilin, der auch eben dann, wo es dann auch Kontakte gab zum Zarenreich und wiederum auch zu den Nazis. Also das sind natürlich die wesentlicheren reaktionären Kräfte. Aber ich denke, gleichzeitig müssen wir eben von der Wahrheit ausgehen. Und ich würde das als forensische Wahrheit definieren. Also was zum Beispiel die Organisation Forensic Architecture in Palästina macht. Also dann können eben Beweise vorgelegt werden. Und in diesem Sinne kann dann eben mit einer forensischen Wahrheit gearbeitet werden. Und dazu gehört einfach auch, dass die NATO-Ausweiterung ein Faktor ist, der dazu beigetragen hat. Ich denke, das können wir einfach nicht verneinen. Und europäische PolitikerInnen sind da auch KomplizInnen gewesen. Denn Macron zum Beispiel, also
Er war sich das nicht unbedingt bewusst, wie sich das dann vollzog, aber ich denke, er hat ein Jahr vorher gesagt, dass die NATO eigentlich schon klinisch tot war. Gleichzeitig ist es natürlich auch einfach so, dass man weiterhin dann auf die NATO gesetzt hat und gesetzt hat. Aber es geht einfach um eine Stärkung der US-Hegemonie. Also wenn wir uns das einfach nochmal genauer anschauen und die Ungleichgewichte mit einbeziehen und wenn wir uns dann anschauen, wie die Gasversorgung ist, dass das unter Kontrolle Russlands steht und dass wir jetzt eben sehr hohe Preise zahlen für Erdgas, dann sehen wir auch, dass das wirklich sehr viele Probleme schafft. Aber es gibt eben da eben diese Problematiken. Dann gibt es plötzlich Kontakte zu anderen Diktaturen, wie zum Beispiel Katar. Und dann gibt es andere Länder und andere Regierungen, die bereit sind, dieses Erdgas zu stellen. Also dieser ganze Problemkomplex. Und das muss wirklich also mit berücksichtigt werden, dass es wirklich ein Krieg zwischen unterschiedlichen imperialen Kräften. Und da gibt es eben die Parallelen zu 1914. Und wenn wir uns einfach anschauen, wie sich das geschaltet, dann können wir auch sehen, dass es da 5 Kriege innerhalb dieses Krieges gibt. Das ist eine Analyse von Susan Watlands. Also wenn wir uns da einfach die ukrainische Frage mit anschauen oder auch die Ausstellung Chinas als neuer Hegemon. Um diesen Krieg zu verstehen, da müssen wir also das Ganze so sehen wie die Matrioschka, dieses russische Puppensystem. Es gibt den ukrainischen Krieg und das ist ein Krieg der nationalen Befreiung, aber das Ganze steckt wiederum in einer anderen Puppe. Und diese Puppe ist treu gegenüber der Kiewer Regierung. Und dann gibt es natürlich noch die Seite der Russischen Föderation und die Krim-Frage. Und das ist einfach ein Aggressionskrieg. Und das muss natürlich auch gesagt werden. Also ich bin niemand, der den Ukrainerinnen sagen kann, wie sie sich zu verteidigen haben oder ob sie kämpfen sollen oder nicht. Aber ich kann mir das natürlich einfach aus einer solidarischen Perspektive anschauen. Und wenn man ein bestimmtes politisches Bewusstsein hat, dann kann man natürlich auch zu einer bestimmten Schlussfolgerung kommen, innerhalb und außerhalb der Ukraine. Und dann gibt es natürlich eben noch den Krieg zwischen den Imperien, also russischer Imperialismus im Sinne, wie das bereits schon vorher analysiert worden ist oder auch von Seiten Wallerstein, noch in Bezug auf die UdSSR. Also im Laufe der Entwicklung wurde ja Russland zu einer regionalen Semiperferien Macht, also mit einer wirklich schlecht aufgestellten Industrie, zum Beispiel Handelsproblemen, und dann gibt es auch neoliberale Elemente, das dürfen wir einfach nicht vergessen. Es gibt natürlich unterschiedliche Strukturen des Neoliberalismus. Also wir sollten uns auch anfangen, welche arbeitspolitischen Maßnahmen von Putin ergriffen werden, also welche Maßnahmen ergriffen werden in Bezug auf die Arbeiterkonflikte oder wie da reagiert wird von Seiten der Regierung. Und das ist natürlich auch ganz entsetzlich. Da gibt es überhaupt keine progressive Politik, keinen progressiven Ansatz. Worin besteht das? Es geht eigentlich um den Versuch, Russland neu zu positionieren als eine Macht im internationalen System. Und das ist natürlich die andere Seite. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist dann das Atlantische Bündnis. Also wir müssen das einfach aus einer weiteren Perspektive sehen. Und
Das heißt nicht unbedingt die Eurozentrik nur abzulegen und dann irgendwie zu einer chinesischen Perspektive überzugehen, sondern das allgemeiner zu sehen. Und also da gab es natürlich unterschiedliche Systeme, also Kolonialismus, Sklaverei, und dieses internationale System ist über lange Zeit aufgebaut worden. Und gleichzeitig gibt es Faktoren auch, die die Hegemonie bestimmter Akteure in Fragen stellen. Und der wesentliche Hegemon seit 1945 sind die Vereinigten Staaten. Und die Art und Weise, wie sie sich verhalten haben seit 2001 mit dem Irakkrieg, Syrien und der Art und Weise, wie wir uns das anschauen müssen. Also es tut mir leid, dass ich das noch einmal hier wiederholen muss. Also auch die Putin-Propaganda, also dass man da einfach sagt, okay, fuck the EU, wir machen das einfach so, wie wir das durchsetzen wollen. Wir wollen ein bestimmtes Regime durchsetzen und die Europäer sollten hier sich nicht irgendwie einmischen oder hier eine bestimmte Position einnehmen. Das sind ja echte Prozesse, die das Ganze mit konfiguriert haben, und das hat zu diesem Konflikt geführt, der eben zwischen diesen imperialen Kräften läuft. Der Erste Weltkrieg begann ja in Serbien. Und da hat ja auch Russland eine Rolle gespielt. Es ging jetzt natürlich auch um eine bestimmte Unabhängigkeit bestimmter Regionen vom Österreich-Ungarischen Reich. Und da können wir auch Parallelen erkennen, wie mit der Ukraine umgegangen worden ist. Also diese Frage des gerechten Krieges, also das ist einfach nur eine Rhetorik. Also das scheint ja so, dass das die wesentlichen Themen sind. Die Freiheit, die freien Staaten, der Aufbau von einem Nationalstaat. Also das ist vielleicht noch gar nicht die tatsächlichen Ziele. Wenn das die tatsächlichen Ziele wären, dann ist das ja eine Sache. Aber Frieden sollte eigentlich das wesentliche Ziel sein. Denn so wie sich das Ganze entwickelt, ist es ja so, dass die einzige Grundvoraussetzung für den Aufbau von einer Nation ist, dass ein Land existiert. Und natürlich sehen wir auch, dass es da bestimmte Strömungen gibt beim Neoliberalismus, die eine Rolle spielen. Und gleichzeitig gibt es eben innerhalb dieser Situation einen Ausnahmezustand. Der Einfluss der westlichen Vorherrschaft ist einfach so groß, dass sich das Ganze zu bestimmten politischen Maßnahmen entwickelt hat. Der letzte Bericht, der von der Weltbank geschrieben worden ist und vom IWF und von der Europäischen Bank für Entwicklung und Wiederaufbau, da wurde ja das Folgende empfohlen. Also Sozialleistungen sollen eingeschränkt werden, und das um eine deutliche Quote. Also alles soll auf den Krieg ausgerichtet werden, auch die Ausgaben. Und die internationalen Organisationen und die NGOs, also sie werden sich um diese Anliegen der Menschen kümmern. Also das ist wirklich eine Kriegslogik. Streiks sind verboten. Es gibt gar keine Art von Freiheit. Also welche Art von Nationalstaatsbildung kann da sich irgendwie entwickeln? Von Seiten einer echten Demokratiefrage her gesehen, da ist wirklich der Frieden ein ganz wesentlicher Punkt. Da müssen auch Zugeständnisse gemacht werden. Also ich bin nicht ganz, ich hätte wahrscheinlich vor dem 24. Februar zu einigen Sachen, die du jetzt dargestellt hast, eher Ja gesagt als nach dem 24. Februar. Weil ich glaube, also nehmen wir mal, du hast gesprochen über den Ersten Weltkrieg und dass es gewissermaßen einen Link gibt, dieses genauso wie der Erste Weltkrieg eine innerimperialistische Auseinandersetzung war,
so haben wir es hier im Ukraine-Krieg wieder mit einer innerimperialistischen Auseinandersetzung zu tun. Ich glaube, dass dieser Vergleich eher die Lage eher vernebelt als erhellt. Der Unterschied zu 1914 und zu der imperialistischen Konkurrenz, die damals den Hintergrund für den Ersten Weltkrieg bildete, ist, es gibt hier, anders als in Sarajevo 1914, einen klaren Täter und ein klares Opfer. Also wenn wir uns noch mal kurz die historische Forschung über den Ersten Weltkrieg vergegenwärtigen, bis hin zu Christopher Clark oder Fritz Fischer, also die historischen Wissenschaften rätseln im Grunde genommen auch 100 Jahre danach noch immer, wer genau der Schuldige am Ersten Weltkrieg war. In der Frage des Krieges Russlands gegen die Ukraine ist die Sache evident. Und ich habe auch Zweifel daran, an der geopolitischen Lesart, ob die NATO-Osterweiterung ein hauptsächlicher Grund dafür ist, was am 24. Februar passiert ist. Ich war auch skeptisch, sehr skeptisch gegenüber der Osterweiterung der NATO in den 90er und 0er Jahren. Aber ich finde auch, dass wir auch die NATO-Osterweiterung, also die baltischen Staaten, Polen und die anderen Länder, von denen ja der Impuls zur Aufnahme in die NATO kam, das beurteile ich heute nach dem 24. Februar anders als vorher, weil der Impuls vor diesem, was ich beschrieben habe vorhin, als einen authentischen russischen Imperialismus, der nach Westen geht, das ist ein legitimer Wunsch, dem gegenüber geschützt zu sein. Und das ist vielleicht eine bittere Erkenntnis für Leute, die lange anders gedacht haben, aber ich glaube, wir müssen uns irgendwie der Prüfung überziehen, ob das, was wir früher darüber gedacht haben, wirklich noch immer stimmt. Das betrifft auch die Rolle der USA. Ich stimme damit überein, Raul hat gerade daran erinnert, an die Kriege, die die USA geführt hat und die, in denen die USA neoimperiale Kriege geführt hat, insbesondere im Irak. Und wir dürfen das nicht vergessen. Und wir dürfen, da stimme ich auch mit Katja überein, wir dürfen nicht sozusagen die westliche Position oder die westeuropäische Position verwechseln mit der globalen Position. Oder das ist ein Defizit in der hiesigen Debatte, dass wir in Deutschland ist eine Verwechslung, deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist eine Selbstverständigungsdebatte, dass wir zu wenig sehen, dass es sehr viele Orte auf der Welt gibt, die völlig anders auf diesen Konflikt schauen. Aber trotzdem, wenn wir diesen Konflikt versuchen zu analysieren, müssen wir fundamental Täter und Opfer in diesem Konflikt trennen. Und das scheint mir gewissermaßen unhintergehbar zu sein, um diesen Konflikt zu verstehen, auch wenn ich es völlig richtig finde, diese narzisstisch eng geführte deutsche Debatte, die sich ausschließlich um uns und die Ukraine dreht, wie viel Waffen liefern wir an die Ukraine und überhaupt nicht begreift, wie eine globale Perspektive auf diesen Krieg ist, ja, dass wir das kritisieren müssen, diese Engführung auf Waffen und Deutschland. Dann wollte ich noch einen kurzen Satz, oder du hattest ja gefragt nach dieser Frage des gerechten Krieges. Da stimme ich in weiten Teilen mit Raul überein. Ich glaube, dass das von einem gerechten Krieg zu sprechen immer diese theologische, religiöse Bedeutungshorizont aufmacht. Und die Verabschiedung des Konzeptes des gerechten Krieges datiert ja im Grunde genommen auf 1648, den Westfälischen Krieg. Und gewissermaßen die Geburt des modernen Völkerrechts. Und deswegen ist es schwierig, immer schwierig, von gerechten Kriegen zu sprechen. Weil sie das Sprechen von gerechten Kriegen immer den Nebeneffekt hat, diese Kriege moralisch zu vereindeutigen. Und diese moralische Vereindeutigung, das heißt die Kennzeichnung des Gegners als das Böse, macht natürlich Verhandlungen, Kompromisse, Friedensschlüsse. Das heißt, irgendwie eine Logik zu finden jenseits des Krieges schwieriger. Ich glaube, dass das auch für Befreiungskriege stimmt.
Deswegen im Falle der Ukraine, also es mag etwas sophistisch klingen oder so, wäre es mir lieber, von einem legitimen Krieg zu sprechen. Dieses gerechter Krieg hat sozusagen diesen moralischen und religiösen Hintergrund, und deswegen finde ich es schwierig, einfach diesen Begriff schwierig, weil er eben das impliziert und weil er, glaube ich, Kompromissfindungen schwieriger macht. Und ich denke, dass dieser Krieg, der ja enorme, das hat Raoul meiner Ansicht nach auch richtig beschrieben, enorme Zerstörungswirkungen auf das hat, was wünschenswert wäre, nämlich der Aufbau demokratischer Strukturen und von Partizipation, auch in der Ukraine, fürchte ich, dass diese Verhandlungen, das ist nochmal ein sehr kompliziertes, gesondertes Feld, aber natürlich werden dieser Krieg wird durch Verhandlungen enden und nicht durch Sieg und Niederlage. Sondern er wird aufbauen auf einer militärischen Situation und dann von Verhandlungen. Und da sehe ich ein Problem. So klar wir wie die russische Aggression und verurteilen müssen, so kurzschlüssig scheint es mir auch zu sein, Russland als Ganzes mit dem Bösen zu verbinden. Ja? Also es scheint mir moralisch fragwürdig zu sein, es scheint mir aber auch in Bezug auf das, was im Moment noch nicht, aber hoffentlich bald ansteht, nämlich Kompromisse, Verhandlungen, Waffenstillstand vielleicht als erstes, schwierig zu sein, wenn man sozusagen vorher so eine Dämonisierung in dem öffentlichen Diskurs hat. Das heißt nicht, dass man den Angriff schönredet, aber diese Dämonisierung ins Böse, dafür müssen wir gewissermaßen als selbstreflektierte, aufgeklärte Bürger, glaube ich, das müssen wir, glaube ich, immer mitdenken, was dafür auch eine Gefahr drin liegt. Okay, wir nähern uns ja jetzt der Frage an, wie kann man jenseits, also hier, ich denke immer noch mit diesem Go-West-Fragezeichen, weil ich glaube, ich spüre da trotzdem, dass man sich da bei allen Unterschieden einig ist in dieser Frage, dass es sozusagen dieses Dichotomische, dass das nicht hilft, weil das sehr schnell bei Gut und Böse endet und wir daraus, ich rede jetzt mal nicht von emanzipatorischer Position, aber von einer halbwegs vernünftigen Position, da kommen wir nicht dahin. Und ich bin doch immer sehr beeindruckt, muss ich gestehen, von der Debatte in den Medien, von den Fantasien, man könne jetzt das Putin-Regime beseitigen, man macht jetzt Regime-Change in Russland, wo ich dann denke, ja Gott, die anderen sind ja schon gescheitert, jetzt machen wir das, jetzt habe ich noch eine Fantasie aus dieser Gut-Böse-Dichotomie heraus. Das zu wagen, haben wir schon mal gemacht und haben ihnen einfach den Neoliberalismus vor die Füße geknallt. Ergebnis ist Putin. Also irgendwie gibt es gar kein historisches Verständnis von dem, woran wir auch zuvor beteiligt waren. Ja? Also das ist etwas, was in Rauls Buch sehr schön nochmal geschildert wird, diese Vorgeschichte der Installierung von neoliberalen Regimen, ja, über die wir jetzt hier gar nicht reden können. Aber jetzt, weil ich werde ja auch das Publikum nochmal einbinden, aber jetzt nochmal, es gibt bei dir im Buch, der Untertitel von dem Buch, der heißt Argumente für einen konstituierenden Frieden. Das ist natürlich, also eigentlich hat man das Gefühl, wenn man sagt, ja, für Waffenlieferungen darf man mitsprechen, wenn man versucht, einen anderen Vorschlag zu machen, ist man eigentlich außerhalb der Diskussion. So würde ich doch sagen, ist das jetzt. Raoul unternimmt einen Versuch. Ich finde, du solltest ihn auch mal vorstellen. Und ich würde dann dir, Stefan, auch noch mal die Frage, die lege ich dir jetzt gleich hin, dann kannst du auf ihn antworten. Und es gibt da jetzt auch erste zögerliche Versuche oder auch vehemente, irgendwie andere Sprecharten zu etablieren. Von Habermas über einen internationalen Aufruf, Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer. Also vielleicht kannst du auch da noch mal was zu sagen und wir versuchen dann noch mal zu gucken, was für Positionen jenseits von Gut und Böse oder also jetzt sind wir alle NATO, über welche können wir denn da sprechen? Also das ist vielleicht ein Zeitpunkt, den ich nutzen kann, um mich als Neobolschewist zu outen.
denn da bin ich wirklich pessimistisch, wenn ich mir die Gesamtentwicklung anschaue, also der internationalen Beziehungen. Ich sage ja, dass dieser Krieg wahrscheinlich war, wenn wir uns anschauen, wie das Weltensystem sich entwickelt hat. Eine anstiegende Militarisierung, ein Anstieg des Autoritarismus, ein Anstieg der Brutalisierung des öffentlichen Raumes. Und auch die Verbreitung von kapitalistischen Vorherrschaftsmodellen. Und auch die Auswirkungen auf die Demokratien. Also wenn bestimmte Dinge gebraucht werden, zum Beispiel das Thema Klimawandel, demografischer Wandel, Migration oder auch die Frage der Ungleichheit. Also das ist ja wirklich die größte soziale Ungleichheit, die verzeichnet worden ist innerhalb der westlichen Welt seit einigen Jahrzehnten und nur innerhalb der westlichen Welt. Also wenn wir wirklich das noch uns anschauen im Zusammenhang mit dem Nord-Süd-Gefälle, dann ist das absolut nicht hinnehmbar. Und deswegen ist das vielleicht gar nicht ein perfekter Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg, Stefan, aber ich denke, das ist wirklich der nützlichste Vergleich. Warum? Denn auf der einen Seite ist es ja auch so, dass die Linke damals zerstört wurde. Die Zweite Internationale, die pazifistisch war, die internationalistisch war und wo alle gesagt haben, ja, wir werden kämpfen gegen die Bourgeoisie, wir werden gegen die Kolonialherren kämpfen. Also das passierte ja dann einfach nicht. Sie haben alle für die Kriegskredite gestimmt. Sie wurden dann alle Patrioten. Sie wurden dann alle jene, die sich dann auf die Seite der Guten oder die Seite der Bösen geschlagen haben, so wie man das eben perspektivisch gesehen haben, also auf die unterschiedlichen Seiten der unterschiedlichen Reiche und Imperien, Frankreich, Deutschland, Russland, eben die schrecklichen Russen, wie sie dann da auch dargestellt wurden. Und von der Leyen ist in dem Sinne ein wirklich gutes Beispiel, weil sie einfach sehr aufrichtig ist, in dem Sinne auch, dass sie dann sagt, ja, das ist da geht es um eine Frage der Zivilisation. Da steht Folgendes auf dem Spiel, die Energiewende, die griechisch-römische Zivilisation und einfach alles Wunderbare und Schöne in der Welt, alles steht auf dem Spiel. Da geht es nicht nur um Putin, sondern auch darüber hinaus China. Die Energiewende wird ja auch verbunden mit der Tatsache, dass China eben die größten Vorkommen an seltenen Erden hat. Also das ist einfach ganz, ganz wesentlich. Und dass man sagt, ja, wir werden nicht aufgeben. Was bedeutet das halt einfach? Also dass man China einnehmen wird oder was soll das denn genau heißen? Dass man sich einsetzt für einen Regimewechsel? Also das müssen wir wirklich berücksichtigen. Also ich sage, ich möchte das gar nicht übertreiben. Da gibt es wirklich einen völlig lyrischen Prozess bei dieser politischen Narrative. Also wir verlieren da wirklich den Kopf. Also dass es diese traditionäre, revanchistische Narrative gibt. Und gleichzeitig gibt es eben eine ethnisierte, identitäre Narrative. Also das Recht der Minderheiten, die Demokratie, so wie wir das kannten im 20. Jahrhundert. Also das ist ja eigentlich das Ergebnis von Klassenkämpfen. Und in dieser Narrative werden Klassenkämpfe nicht anerkannt, sondern es wird einfach gesagt, das wird alles diesem zivilisatorischen Krieg unterworfen. Und das bedeutet eben, dass wir alle eben wieder Sparmaßnahmen akzeptieren müssen, dass wir gleichzeitig auch die Klimaungerechtigkeit akzeptieren müssen und dass es Armut geben wird, eben
Putin und wegen Xi Jinping. Ich denke, das ist wirklich etwas, das ganz offensichtlich ist. Und deswegen bin ich da einfach wirklich sehr pessimistisch. Also wenn es da um die Lösung oder die Entwicklung geht, dass man das irgendwie im Rahmen der internationalen Beziehungen machen kann. Ich denke, das ist einfach die Zeit gekommen, zu rebellieren. Und dass man einfach die Forderungen verbindet, an der Forderung nach Frieden mit einem konstituierenden Prozess in Europa. Was bedeutet das? Es bedeutet einfach, dass wir demokratisch friedlich rebellieren gegen diesen Prozess, gegen dieses Kriegsregime. Also wo wir eben auch diesen Neutralisierungsmoment bekommen im Sinne von Carl Schmitt, also in dieser Feind-Freund-Logik. Wir beobachten einfach, wie Klimaaktivistinnen behandelt werden. Also Lützerath war doch erst vor kurzer Zeit, aber das können wir auch in anderen Orten beobachten, dass Klimaaktivistinnen kriminalisiert werden. Also eigentlich sollten diese Leute ja ausgezeichnet werden, denn das ist ja einfach ganz, ganz wesentlich. Sie militarisieren Grenzen, die eigentlich schon militarisiert sind. Wir wissen, dass Afrika ein Operationsraum geworden ist, die Sahelzone zwischen Russland, China und der NATO. Also da wird auch gesagt, dass Migrationsverläufe eben ein Interessenspunkt sind, dass sie eben ein Wert sind gegen auch die Stabilität im Westen, dass man das auch nutzen kann gegen die Stabilität der westlichen Demokratien. Das ist zum etwas, das angeführt worden ist in diesen Konfliktsituationen, auch im Zusammenhang mit Putin. Und deswegen muss natürlich das aufgelöst werden. Also Krieg und Demokratie können nicht zusammengehen. Das war noch nie der Fall und das sollte auch nicht der Fall sein. Und wir sehen auch, dass der Krieg dann irgendwie verwendet wird als Argumentation, um die Demokratie zu verteidigen. Aber eigentlich ist die Demokratie ja das Bollwerk. Also die russischen, also beide Seiten sagen ja, benutzen eigentlich diese Metaphern des Zweiten Weltkrieges. Auf der einen Seite wird gesagt, ja, das sind jene von Stepan Bandera und so weiter. Und die anderen sagen, Putin ist Hitler und muss gestoppt werden, denn andernfalls ist das einfach das Ende der Welt. Also daher auch da greife ich eher auf 1914 zurück. Also das ist ja eigentlich noch eine Untertreibung, denn die Situation 1914 war ja auch anders, denn damals gab es keine Atomwaffen. Es gab einfach auch nicht diese heraufziehende Klimakatastrophe. Es gab nicht diese globalisierten Medien. Es gab nicht diese globalisierten Versorgungsströme und Ketten und Lieferketten. Also eine Verallgemeinerung des Krieges würde eine enorme Katastrophe auslösen. Das ist kaum vorstellbar. Also die Vorstellung, dass dieser Krieg sich immer noch ein Jahr und ein Jahr und ein Jahr verlängert. Also alles wird zerstört werden. Also von Seiten, wenn man sich das aus einer Perspektive der Demokratie und der Bewegungsfreiheit anschaut. Es ist einfach an der Zeit. Also wir beginnen mit diesem Jahrhundert ganz furchtbar. Also das war ja, kann man schon am 1. September sehen. Und dann kam ja der sogenannte Krieg gegen den Terror. Und jetzt haben wir das. Also ich denke, das ist wirklich nun an der Zeit, eine emanzipatorische Bewegung neu zu gründen. Und es ist wirklich auch notwendig, das Ende des Kapitalismus zu denken aus einer produktiven Perspektive. Also dass wir dann eben auch eine andere Form der Produktion denken müssen. Das hat etwas mit dem Gemeinen und Gemeingütern zu tun. Also dass wir sagen, wir stützen uns dabei auf das Gemeine und nicht um einen staatlichen Kapitalismus, sondern und eine demokratische Organisation der Produktion und des Lebens im Allgemeinen. Ganz praktisch gesehen bedeutet das Folgendes. Wenn man Klasseninteresse unterwirft, und das bedeutet eben auch die Klimabewegung, die antimilitaristische Bewegung, LGBTIQ-Bewegungen, die antikoloniale Bewegung, die feministische Bewegung, also all diese Kämpfe, sie sollten an die Arbeit gehen, um eben diese transnationale Bewegung
des Widerstandes und der Neustrukturierung zu gründen. Eine Bewegung gegen diese Oligarchen sowohl im Osten als auch im Westen. Und ich denke einfach, dass die Zeiten dafür reif sind. Eins ein, dass Arundhati Roy gesagt hat, alle freut ihr euch über die Demonstrationen gegen den Irakkrieg. Und da haben wir fundamental verloren. Wir hätten diesen Krieg verhindern müssen. Es gab ja damals riesige Demonstrationen weltweit. Also Refundation of Emancipatory Movement, ja, aber wir haben eine Menge Niederlagen im Rücken. Stefan. Ja, so sympathisch das ist, was du am Ende skizziert hast mit den sozialen Bewegungen, so wünschenswert ich das finde, so glaube ich doch auch, dass wenn überhaupt es sozusagen eine Art von positiver Aussicht gibt, dann ist das im Moment eher die Realpolitik und die Diplomatie, also sozusagen die alten politischen Tugenden. Du hast ja mehrmals, Katja, gefragt nach den Aussichten für emanzipatorische oder linke Politik. Also ich habe da deswegen nicht drauf geantwortet, weil mir da auch nach längerem Nachgrübeln nichts eigentlich so richtig Zündendes eingefallen ist. Sondern ich glaube eher, dass die Lage ja so aussieht, dass es eher darum geht, das Schlimmste zu verhindern. Und Raul hat es angesprochen, wir sehen ja in Russland die Verwandlung eines autoritären Regimes in ein aggressives, in eine aggressive, nach außen aggressive Diktatur. Wir sehen in China, das ist, glaube ich, auch fundamental, ebenfalls die Verwandlung eines autoritären Regimes in eine nach außen aggressive Diktatur. Und wir sehen im Westen, in Europa, Meloni, Orban, Trump und so weiter, also sozusagen in diesen westlich liberalen Demokratien, natürlich auch wie so ein Ast Rostfraß diese autoritären rechten Bewegungen, die diese Regime bedrohen. Und da fällt mir ehrlich gesagt nicht mehr zu ein, als dass man die Demokratie verteidigen muss. Das ist banal und nicht besonders zündend, aber ich glaube, es ist im Moment nötig. Zu der Frage, du hast Atom und die Atomkriegsdrohung angesprochen, vielleicht dazu noch einen Satz. Ist ja was historisch Neues, das hat es noch nie gegeben, das auch während des Kalten Krieges nicht und auch nicht danach, dass so massiv von einer Atommacht mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht worden ist. Und zwar nicht nur in den russischen Medien, sondern auch von Putin. Das ist was wirklich Neues und was natürlich äußerst Bedenkliches und Bedrohliches. Wir müssen aber gleichzeitig sehen, dass es eine Entwicklung gibt und das hat sich ja bei dem G20-Gipfel auf Bali und der Erklärung gezeigt, wo es ja diese Erklärung von G20 gab, wo die Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen von den G20 verurteilt worden ist. Und zwar mit Initiative und Unterstützung von Indien und China. Und ich glaube, dass China natürlich ein zentraler Player in diesem Ukraine-Konflikt auch ist. Interessant wird sein, also wenn wir über Hoffnung sprechen, diese chinesische Initiative, die am Freitag veröffentlicht werden soll. Am 24. zum Jahrestag will China ja so eine Art Verhandlungsvorschlag vorlegen. Und dass China offenbar Putin und Modi vorher auch schon klar bedeutet hat, dass ein Einsatz von taktischen Atomwaffen, jeder Einsatz von Atomwaffen ein absolutes No-Go ist, ist einer der wenigen Punkte in diesem Jahr, die mich wirklich hoffnungsvoll gemacht haben. Weil das die Schwelle für diesen Einsatz enorm hoch legt. Ja? Das ist natürlich ein vitales Eigeninteresse hinter von China. Es gibt diesen ungelösten Konflikt um Kaschmir, bei dem drei Atommächte, Indien, Pakistan und China, beteiligt sind. Das ist, glaube ich, ein Hintergrund davon. Also es gibt kein Interesse, es gibt ein Interesse von diesen drei Mächten, dass es keinen Atomwaffeneinsatz in solchen regionalen Konflikten gibt. Und das ist diplomatisch wichtig, glaube ich, noch mal kurz festzuhalten. Dann, du hast es gefragt nach Habermas und Wagenknecht und Alice Schwarzer. Die würde ich ehrlich gesagt
separieren. Also ich glaube, ja, ich glaube, dass dieser Aufruf von insbesondere Wagenknechts Position halte ich für mehr als problematisch, weil Sarah Wagenknecht ja den Flügel irgendwie in der Linken oder vielleicht linke Fragezeichen verkörpert, der starke Ähnlichkeiten hat mit so deutsch-nationalen Punkten, die AfD auch vertritt. Also man ist irgendwie nicht wirklich gegen Putin, weil man im Grunde genommen dieses Modell von Putin, also dieses Antiliberale, im Grunde genommen irgendwie gar nicht so schlimm findet. Wagenknecht jetzt zum Beispiel gegen Sanktionen. Also sie ist gegen Waffenlieferung, aber sie ist auch gegen Sanktionen. Das heißt, sie ist dafür, so zu tun, als hätte der 24. Februar nicht stattgefunden. Das würde in der Konsequenz heißen, wenn Deutschland, die Bundesregierung, diese Politik umsetzen würde, dass Deutschland nicht mehr Teil des Westens wäre, auch nicht mehr Teil des Sanktionsregimes, irgendwie auch nicht mehr Teil der EU. Und wenn man sich gleichzeitig anguckt, dass Oskar Lafontaine gerade einen Bestseller veröffentlicht hat, der heißt Amigo Home, dann erkennt man sozusagen dieses neutralistische neutralistische Denken dahinter. Und das ist eine Position, die ich finde, man bekämpfen muss. Was völlig anderes ist das, was Habermas will, vorgeschlagen hat. Habermas hat in diesem Text meiner Ansicht nach zu Recht dargelegt, dass die Position des Westens zu sagen, die Entscheidung über Frieden und Krieg liegt einzig und allein bei der Ukraine, zwar irgendwie verständlich ist, die Souveränität der Ukraine ist von Russland massiv attackiert und da ist es natürlich verständlich, dass man diese Souveränität von westlicher Seite nicht in Frage stellt. Aber, und das ist das Argument, das richtige Argument von Habermas, der Westen ist über die Waffenlieferung an diesem Konflikt beteiligt. Und deswegen ist der Westen in der Pflicht, sich Gedanken zu machen, wie dieser Konflikt auch enden kann. Und nichts anderes hat Habermas meiner Ansicht nach zu Recht dargelegt. Und dass diese Position gewissermaßen in diesem Diskurs mittlerweile als randständig gilt und nicht als Mitte des Diskurses, ist natürlich ein Zeichen, wie problematisch verrutscht dieser deutsche Diskurs meiner Ansicht nach im Moment ist. Und als letztes würde ich gerne noch eine Frage an euch stellen, wenn das erlaubt ist. Und zwar die Frage, das ist schon mehrmals angesprochen worden, die Frage der Nationwerdung der Ukraine, Ukraine als Nation. Es gibt ja sozusagen eine zugespitzte Darstellung, dass diese prekäre Staatlichkeit der Ukraine im Grunde genommen durch Putin, durch diesen Angriffskrieg hergestellt wurde. Also ne, unintended effects dieses Krieges von Putin, der sozusagen zur NATO-Mitgliedschaft von Schweden und Finnland, mindestens Finnland, und aber eben auch, dass diese Nationenwerdung gewissermaßen beflügelt wird durch diesen Krieg. Und zwar im Sinne einer sozusagen gefestigten, in sich kohärenten Nation. Und haltet ihr diese These, ihr kennt ja die Ukraine beide, glaube ich, besser als ich, haltet ihr die für plausibel oder nicht? Entschuldigung für diese Umdrehung. Ja, wir müssen auch noch, ich wollte ja auch noch gerne das Publikum kurz einbeziehen. Aber mach doch mal. Of course that's something that is happening. There is a new wave of. Natürlich ist es etwas, das sich vollzieht. Es gibt einen neuen Staatenbildungsprozess in der Ukraine wie 1991 und 2004. Aber bei all diesem Nationenentwicklungs- Entstehungsprozess bedeutet das eben, dass andere ausgeschlossen werden. Und bei der Ukraine bedeutet das auch, dass es schwierig ist aufgrund der Geschichte und der Geografie, dass das irgendwie ein westfälischer Nationalstaat werden könnte, wie zum Beispiel Frankreich in Bezug auf Homogenität. Also wir wissen ja eigentlich, dass ein Nation-Building-Prozess ein Ausschlussprozess ist, ein Prozess ist, bei dem es zu Tötungen kommt. Das haben wir immer wieder gesehen. Also das ist wirklich also der Aufbau eben eines modernen Nationalstaates, das bedeutet das eigentlich einfach. Ich habe mir Umfragewerte neulich angeschaut zur NATO und der Europäischen Union und seit
Beginn des Krieges, also da müssen wir natürlich berücksichtigen, dass diese Umfragen auch unter Kriegsbedingungen durchgeführt worden sind. Aber es ist schon so, dass die Unterstützung für den EU-Beitritt und den NATO-Beitritt etwas ist, das mehrheitlich ist. Und gleichzeitig ist das aber auch in der Vergangenheit etwas, das hin und her geschwankt ist. Also noch nicht mal aus dieser Perspektive ist das eindeutig. Das ist wirklich alles sehr umstritten politisch gesehen. Also seit Beginn der staatlichen Entwicklung in der Ukraine, warum sollte das jetzt anders sein? Also ich denke, das wäre doch irgendwie auch seltsam zu sagen, also diese großen Opfer, die erbracht werden, also diese hohen Todeszahlen, diese Zerstörungen und auch die Zerstörung der Ökosysteme, also dass das dann am Ende dazu beitragen würde, dass die ukrainische Nation entsteht. Auf der Grundlage von was eigentlich? Das ist wirklich ein ganz wesentliches Thema. Also wirklich, wenn wir uns also diesen westfälischen Nationalstaat anschauen, also nach 50 Jahren Globalisierung, dann wissen wir auch, dass das etwas Formales ist. Also Souveränität, was war das denn eigentlich? Also während der Schuldenkrise 2010, 2015, denn kein Mitglied der Europäischen Union hat eigentlich Souveränität in monetären Fragen im Bereich der Geldpolitik. Und wenn die Staaten das beanspruchen, diese Souveränität, dann ist das mehr oder weniger eine Kriegssituation. Also das könnte eigentlich eine klassenkämpferische Situation sein, aber auch etwas, das sich wirklich eher in die Rechte verlagert. Und das ist auch wirklich das Gefährliche daran. Und dieses disziplinäre Moment da drin. Also Sarah Wagenknecht wurde von Stefan genannt oder auch andere PolitikerInnen. Ja, sie wollen Kapital schlagen aus dieser Situation, um eben eine neue Souveränität zu erreichen, also eine nationale Souveränität, nicht noch einmal europäische oder andere Souveränität. Also diese Koalition in Europa ist ja, wir führen diesen Krieg, damit ein Land zerstört wird, damit es dann am Ende Souveränität hat. Also das ist doch völlig absurd. Und ich denke, das ist auch etwas, das rhetorisch eigentlich gilt. Also wenn die Ukraine den Krieg gewinnt, dann müssen wir natürlich auch das definieren, was der Sieg bedeutet. Also Stefan hat da ja schon einige Punkte aufgewiesen. Also wir müssen uns natürlich auch anschauen, was die Quellen der Souveränität sind. Also das Thema Privatisierung, dass es Privatisierungsprozesse gibt, das bezieht dann eben auch die Schwarzerden, die ja am fruchtbarsten sind in ganz Europa, und keine finanzielle Unabhängigkeit. Also eigentlich ein Protektorat, das abhängt von ausländischer Hilfe und das stark verschuldet ist. Also die Ukraine ist wirklich stark abhängig durch die Verschuldung. Also das gilt ja auch für Russland, und das begann ja schon während der Zeiten der UdSSR. Die Ukraine ist das zweitärmste Land seit der Unabhängigkeit und ist immer mehr verschuldet worden und hat sich immer mehr verschuldet. Also paradoxerweise ist es auch so, dass natürlich das Thema der nationalstaatlichen Entwicklung ein Thema ist, und gleichzeitig ist das einhergegangen mit einer starken Abhängigkeit. Ganz gleich, woher man sich das anschaut, aus welcher Perspektive, zum Beispiel bei der Produktivitätsmöglichkeit. Also 10 Millionen Menschen sind jetzt ja vertrieben worden oder sind Geflüchtete. Das ist ein Punkt, also die Zerstörung der produktiven Kapazitäten während des Krieges. Also diese gesamte Frage der Souveränität steht doch gegen die Weisheit und die Erfahrung des Antimilitarismus. Also das war ja wirklich immer Teil der ArbeiterInnenbewegung, und das ist völlig verloren gegangen in dem Sinne, dass Kriege eigentlich immer geführt werden auf der Grundlage der Leben, die dann als Kanonenfutter dienen, also der Situation der Multitude. Um zu siegen, müssen wir sterben, müssen wir das Land zerstören, müssen wir
die Unabhängigkeit der Gewerkschaften, der Arbeiter einschränken, genauso wie die Demokratie. Neoliberalismus ist der Garant für Souveränität. Also das ist eigentlich das, was als Trend durchgesetzt wird. Also das ist nicht nur ein logisches Paradoxum, sondern das ist wirklich eine Tragödie, eine natürliche Tragödie. Die Frage hat Fragen oder auch Beiträge aus dem Publikum gibt, dann gibt es ein Mikrofon, ja, so ein Saalmikrofon. Meine. Herr Reinicke, Sie haben gemeint, dass Ukraine also zu Russland zurückführen will. Glauben Sie nicht, dass es möglich wäre, also dass auch für Putin möglich gewesen wäre, ein neutraler Status der Ukraine und dass diese Neutralität der Ukraine auch durch westliche Politik schwer gemacht wurde? Vielleicht noch weitere Fragen? Ja, okay, thank you. Thank you, Raul. Danke, Raul, dafür, dass du das alles öffentlich aussprichst. In Deutschland, Alltagsverstand oder Common Sense vielleicht, dass das Schlimmste sich nur von unten verhindern lässt. Aber leider ist das nicht mehr Common Sense. Das Problem ist doch, dass man bestimmte Dinge nicht mehr sagen kann in Deutschland. Man wird dann in ein Lager versetzt. Und dann wird man auch gesagt, ja, man steht auf der Seite von Schwarzer und Wagenknecht. Also wenn man sagt, dass das ein legitimer Krieg ist, dann delegitimiert man eigentlich die Friedensbewegung. Also wenn man sagt, ja, man möchte diesen Krieg, wenn man möchte Frieden, dann stellt man sich ja gegen dann den legitimen Krieg. Also für mich ist das einfach interessant, warum in Deutschland über einen legitimen Krieg gesprochen wird. Und ich habe folgende Frage an Sie beide. Was gewinnt Deutschland damit? Warum befindet sich Deutschland in dieser Position und warum hat diese Position eingenommen? Ich bin Griechin und wir wissen ja, wie die Entwicklung gewesen ist und wir denken, ich weiß, dass sich Deutschland gerne darstellt als gerecht und Verteidigerin der Demokratie sind, aber da gibt es natürlich politische und wirtschaftliche Interessen. Also das ist ein Land mit unterschiedlichen Interessen und auch diesen Instrumenten, die Staaten zur Verfügung stellen. Also in Griechenland war das auch so, da ging es ja nicht um die Verteidigung der Demokratie, das war eigentlich ein Schuldenkrieg, den es überall gegeben hat in der europäischen Peripherie. Also jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Was ist die Rolle Deutschlands? Ich denke, das ist ja eigentlich sozusagen der blinde Fleck. Also dieser blinde Fleck, das ist ja die Rolle der eigenen Regierung. Also es gibt noch weitere Fragen. Hier vorne gibt es weitere Fragen. Ich weiß nicht, ich glaube, das waren die ersten Wortmeldungen. Und dann danach machen wir erstmal Schluss. Und ja, genau. Ja, mir gehen ganz viele Gedanken durch den Kopf. Finde ich, sind wir hier in einer ganz warmen Position. Täglich sterben Menschen in der Ukraine durch die schrecklichen Angriffe der Putin und so weiter. Das muss gestoppt werden. Wir können nicht weiter diskutieren in Richtung Verhandlungsfrieden. Ich bin Geschichtslehrerin. Ein Verhandlungsfrieden hat nie zum Frieden geführt. Und jetzt wird faktisch von einem, nee, Entschuldigung, ein Siegfrieden hat nie zum Frieden geführt. Das heißt, die Waffen müssen, die Eskalation der Waffen muss gestoppt werden. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Ich habe Enkelkinder und ich habe Kinder. Und ich muss sagen, ich habe einfach Angst. Da habe ich noch nie erlebt, dass ich Angst hatte. Und es tut mir leid. Und von daher denke ich, müssen wir alles tun, damit die Eskalation der Waffen gestoppt wird. Wie?
ist eine andere Frage, aber wir können nicht weiter diskutieren und auch dieses, was ja eben gesagt wurde, schwarz und weiß. Natürlich, Putin, das ist ganz schlimm, braucht man gar nicht drüber zu reden, aber über die Ukraine werden ja auch immer mehr negative Dinge bekannt, wie zum Beispiel, das wurde ja eben gesagt, dass eines der korruptesten Länder der Welt, neulich habe ich einen Artikel gelesen über Leihmutterschaft, die sind so arm, die Menschen, dass die Frauen in Leihmutterschaft gehen und da sterben und. Ich will das gar nicht alles erzählen, hat mich alles richtig erschrocken. Und zum Beispiel diese Dinge. Und von daher ist meine Meinung, ich plädiere einfach emotional dafür, ich habe jetzt auch keine Antwort darauf, aber dass wir uns von diesem Gerede weiter Waffen zu liefern, damit kann ich überhaupt nicht übereinstimmen und ich spreche überall, wo ich bin, dafür, die Waffenlieferungen müssen gestoppt werden und zwar so schnell wie möglich. Zelensky hat ja jetzt auch gefordert, habe ich auch irgendwo gelesen. Ich glaube, der Punkt ist aber relativ klar, ja. Dass Zelensky hat gefordert, dass Phosphorbomben eingesetzt werden. Also ich möchte den Streubomben, was passiert eigentlich mit den Waffen, die in die Ukraine geliefert werden? Wer kriegt die in die Hände? Will ich nur sagen, macht mir Angst. Okay, wir haben jetzt drei Fragen und dann würden wir noch eine zweite Runde machen, weil ich glaube, das waren doch einige komplizierte Fragen. Komplizierte Fragen, soll ich anfangen oder möchtest du? Ja, das war die Frage, ob der Westen irgendwie schuld ist, dann Mitschuld daran ist, an der Eskalation. Das spielte darauf an, auf 2008, glaube ich, wo die Bush-Administration sich für den NATO-Beitritt von Georgien und der Ukraine stark gemacht hat. Und damals Merkel und Sarkozy, glaube ich, oder was Hollande, ich glaube Sarkozy, ihr Veto eingelegt haben gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine mit dem damals einleuchtenden Argument, dass es zum einen unklare Grenzstreitigkeiten gibt und mit dem anderen auch einleuchtenden Argument, dass die Ukraine eine Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung gegen einen NATO-Beitritt war. Das Ergebnis war, sich Deutschland und Frankreich durchgesetzt haben, insofern, dass von der Tagesordnung genommen wurde und auf irgendwann vertagt wurde. Also es gibt sozusagen irgendeinen unklaren Beitrittskandidatenstatus. Und im Nachhinein muss man sagen, das war vielleicht die schlechteste aller Lösungen. Also ein NATO-Beitritt der Ukraine hätte in der Tat vielleicht den 24. Februar verhindert. Und diese Möglichkeit aus russischer Perspektive, dass dieser NATO-Beitritt aber immer gewissermaßen möglich ist, hat bestimmt... Verfassungsauftrag. Und jetzt in der ukrainischen Verfassung auch steht... wobei das, glaube ich, eine flexible Verfassung ist. Das ist nicht so, wie das westliche Verfassungen sind, die gewissermaßen doch irgendwie eine höhere normative Geltungskraft haben. Also das war vielleicht die schlechteste aller Lösungen, wollte ich damit sagen. Weil in russischer Perspektive, das ist sozusagen, ich würde sagen, objektiv ist es irgendwie nicht so, dass irgendwie ein Angriff der NATO, des Westens auf Russland in irgendeiner Weise militärisch, dass das irgendeine Form von Plausibilität hätte, hat es nicht. Aber in der russischen Wahrnehmung eingekreist zu sein, die ist ja gleichzeitig real. Ja, auch Ängste sind eben ja auch real. Und insofern hat der Westen dann eine Mitschuld, naja, nicht in dem Sinne als Autorenschaft, aber im Sinne einer Ungeschicklichkeit. Du hattest, vielleicht kannst du das noch mal in die Rolle Deutschlands, denn damit hast du dich ja viel beschäftigt. Die Rolle Deutschlands, ich würde sagen, dass die Frage ging so ein bisschen dahin, da gibt es doch irgendwie ein geheimes Interesse dahinter, was Deutschland hat an diesem Krieg. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist aber eine Erschütterung des deutschen Selbstbewusstseins, weil es war ja nicht nur die SPD, sondern es war ja konsensual in Deutschland, dass man diese Fortsetzung der Ostpolitik, fossile Energien, dieses extraktivistisches Regime Russland, davon hat Deutschland enorm profitiert. Also das deutsche ökonomische Modell, Weltmarkt, also Exporte, Exportweltmeister plus billige Energien, das war ja das deutsche Modell, davon hat Deutschland stark profitiert und das ist jetzt irgendwie zusammengebrochen. Und ich glaube, die Debatte geht im Moment darum,
Wie positioniert sich jetzt Deutschland gegen in als eine im Grunde genommen noch immer pazifistisch geprägte Kultur, politische Kultur, jetzt in dieser neuen Situation neu? Und das ist die offene Frage. Wie sieht es aus spanischer Perspektive aus, die Rolle Deutschlands? From my point of view. Also aus meiner Perspektive, also ich würde schon sagen, dass das Problem schon auch in der Europäischen Union liegt, aber gleichzeitig gibt es eben auch diese Probleme innerhalb der Europäischen Union. Also das können wir zum Beispiel an der Krise 2008 sehen. Wer hat für diese Krise bezahlt? Die subalternen Klassen und geografisch gesehen einfach die Länder im Süden Europas. Und sie sind ja immer noch da. Also was bedeutet das, dass wir niemals aus dieser Krise 2008 herauskommen? Also Inflation war ja schon 2019 ein Problem. Und dann noch das Thema Wachstum. Also Wachstum kam ja nicht hinterher. Also Wachstum ist ja ein problematisches Konzept, aber es kam einfach nicht hinterher mit China und anderen Ländern. Und dann gab es die Pandemie. Vor der Pandemie gab es eine andere Haltung in Europa, den Green New Deal. Also innerhalb der Europäischen Union, aber auch in den USA. Und das war ja auch etwas, das ausgerichtet war, um die Demokratie des Eigentums zu verteidigen, also gegen den Faschismus sich richtete und gegen Russland. Also das Problem bestand ja in der Möglichkeit einer Revolution, und das erklärt auch den Green New Deal oder den New Deal. Also da gibt es die Möglichkeit, dass man die Klassenkämpfe einbezieht in ein kapitalistisches Produktionssystem, in die kapitalistische Dimension, in kapitalistische Institutionen. Das Problem besteht darin, und ich denke, das hat auch etwas damit zu tun, wie der Krieg eingesetzt wird. Also, dass der Krieg ein Mittel ist, um Gesellschaft zu ordnen, aus einer autoritären, ordnenden Perspektive, aus einer Perspektive der weißen Vorherrschaft. Das müssen wir einfach in der nationalen politischen Situation sehen. Also, dass die westliche Hegemonie verteidigt werden soll auf der Grundlage von weißer Vorherrschaft, dass die Subalternisierung von bestimmten Bevölkerungsgruppen geht ja damit einher, aber das betrifft auch die Bevölkerung in Südeuropa. Schauen wir uns noch einmal an, was Roosevelt gesagt hat. Und ich denke, Biden hat das auch noch mal aufgegriffen, wenn auch nicht so erfolgreich, denn die Zeiten sind natürlich anders. Treten Sie einer Gewerkschaft bei, kämpfen Sie, damit eben Zuständnisse gemacht werden können, die den Chefs abgetrumpft werden. Also wir brauchen den Klassenkampf, andernfalls wird es überhaupt keinen Lösung geben im ökologischen Sinne. Und ich denke, dass dieser Krieg eigentlich eine Möglichkeit ist, um die Klassenkämpfe auszuweiten, denn Demokratie, Klimafragen, Migrationsthemen, Frauenrechte, also all das führt ja irgendwie auch zu Konflikten, und eine solche konfliktive Demokratie, das ist natürlich eine Sache, aber gleichzeitig gibt es eben Russland und China. Also China werden ja eben dann eben als Kommunisten gesehen. Und ich denke, das hat etwas mit der neuen autoritären Rhetorik zu tun. Schauen wir uns einfach nochmal die USA an. Also die USA befinden sich in einer wirklich sehr schlechten Situation, wenn wir uns das anschauen. Also Stefan wird das sicherlich genauso sehen als Journalist.
Also da gibt es einfach Gespräche darüber, dass es möglicherweise einen Bürgerkrieg geben kann in den Vereinigten Staaten, also wegen der Militarisierung der Gesellschaft und auch der rechtsgerichteten Milizen. Und gleichzeitig gibt es eben Widerstandsversuche gegen diese Milizen, also Menschen bewaffnen sich im Namen eben des zweiten Verfassungszusatzes. Also da gibt es zum Beispiel eben auch Personen aus dem Bereich der queeren Bewegung oder aus dem Bereich der Black Lives Matter Bewegung, die da dazu zuzurechnen werden. Also die sogenannten Bublis, die Industrial Workers of the World, die gegen WASP-Vorherrschaft vorgegangen sind und auch gegen das ganze Thema der Versklavung vorgegangen sind. Also der New Deal, also der Roosevelt New Deal war natürlich nur in einer bestimmten Zeit erfolgreich. Es wird keinen New Deal in Europa geben und auch das Thema Klassenkampf ist natürlich schwierig. Also das gesamte europäische Modell ist dann vorbei. Und wir wissen überhaupt nicht, wie das dann weiter funktionieren wird auf europäischer Ebene. Wir wissen eigentlich nur, dass diese großen Investitionen von Milliarden an Europa, von Milliarden an Euro, also das ganze Thema der europäischen Aufbauprogramme wie Next Generation EU und so weiter. Also wir wissen eigentlich, dass das ein Rätsel ist. Also geht es darum, dass das eine Verschuldung ist oder ist das eine Investition? Davon hängt das ja eigentlich ab. Man könnte sagen, okay, das sind Investitionen, dass man in menschliches Kapital in Anführungszeichen investiert, in Ökologie, Aufbau von Gesundheits- und Gesundheitssystemen, wenn es eben einen Klassenkampf gibt. Wenn es keinen Klassenkampf gibt, dann wird das wirklich sich totlaufen. Also und das Ganze wird immer wieder multipliziert werden durch den Krieg. Und für Deutschland bedeutet das eigentlich nur eine riesengroße Krise, also eine enorme Krise der gegebenen Ordnung der Gesellschaft. Das ist für mich, das ist sicher richtig. Und meines Erachtens ist das so. Und dass Deutschland wirklich als Sieger aus der Krisen, aus der Schuldenkrise herausgegangen. Also die Handelsüberschüsse in Deutschland wurden in Südeuropa investiert und ich denke, dies ist einfach als Modell ausgelaufen, vorbei. Es gibt kein deutsches Modell für die Veränderung, wie ja angesprochen worden ist. Das bedeutet, es gibt keinen Zufluss von billiger Energie, von billigen Arbeitskräften. Also die neo-extraktivistischen Aktivitäten rund um das Thema Energie, also das wird sehr schwierig sein, vollgeladen von Konflikten, denn Südeuropa wird eine grüne Kolonial, eine grüne Energiekolonie werden. Da gibt es auch neue Widersprüche und wirklich die Perspektiven Deutschlands sind schlecht, wenn es keinen Klassenkampf gibt. Und das bedeutet einfach die Kämpfe der subalternen Klasse, nicht einfach nur weiße Fabrikarbeiter, also wie Wagenknecht sich das vorstellt oder auch andere. Zu einem Ende kommen. Weil wenn wir das jetzt noch aufmachen, das Thema, das ist wirklich sehr, sehr interessant, glaube ich, aber vielleicht diskutiert ihr das doch nachher. Und es gab jetzt hier noch welche, die vielleicht ganz dringend noch was sagen wollen, dann würde ich das jetzt auch noch mal möglich machen. Hier? Und hier, da gab auch da, oh, da gibt es noch viel. Okay, also. Ja, ich habe eine Frage, die sich vielleicht wirklich auch für den Schluss eignet. Also wenn ich, die besten Argumente von euch beiden zusammennehme und die schwächeren, die es bei euch beiden, glaube ich, gibt, mal zur Seite lasse, dann läuft es doch auf die Frage hinaus. Dann läuft es doch auf die Frage hinaus, wer hat das Recht, ein Ende dieses Krieges zu fordern? Mit anderen Worten, wer ist Opfer? Also ich glaube, natürlich ist es so, dass es ein Angriff auf die Ukraine ist und egal, ob das ein Land ist mit Leihmutterschaft und Korruption und Neoliberalismus, es bleibt ein Angriff auf das Land und von daher kann man immer argumentieren, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen die Ersten sind, die sozusagen über die Bedingungen für ein Ende des Krieges irgendwie zu entscheiden hätten. Aber wenn wir jetzt der Argumentation von Raul folgend das global betrachten,
dann sehen wir mittlerweile, dass natürlich die Zahl der Opfer dieses Krieges in verschiedenster Abstufung weit, weitaus zahlreicher sind als die Einwohnerschaft der Ukraine selbst vor der oder nach der, der großen Flüchtlingsmigration. Also von daher ist eigentlich die Frage an euch beide, aber glaube ich vor allen Dingen auch als, an Raoul als den Gast, wer hat das Recht, ein Ende des Krieges zu fordern? Wer ist Opfer? Hier gab es noch. Also dahin. Und dann mache ich Schluss. Da, der hinten in Ja, danke. Ich glaube, die Frage schließt so ein bisschen sogar an Charlottes Frage an. Oder genau. Also danke, Raoul, für deine historische Einbettung und Analyse. Und finde ich total interessant, gehe ich, glaube ich, auch mit. Was machen wir jetzt aus der Perspektive, sagen wir mal von so, für die Perspektive von neuer und neu gedachter Friedensbewegung, wenn wir nicht bei so einem Hätte-Hätte-Fahrradkette stehen bleiben wollen, wenn wir die Frage einbetten von, wer hat das Recht, ein Ende zu fordern, und wie würde sich das auch gestalten? Also wie würde sich so eine Bewegung überhaupt gestalten? Kann sie sich nur gestalten? Also ich habe jetzt fast von dir das Gefühl, das, was du forderst, ist eine irgendeine Art von neuer kommunistischer Friedensbewegung, die gleichzeitig d'accord geht mit Solidarität für die Ukraine. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen? Danke, ich dachte, damit wäre Schluss. Yeah, Apfel noch in der Hand. I mainly want to respond to things. Ich würde gerne noch auf etwas reagieren, was Raoul angesprochen hat. Ich finde, Sie haben den Punkt ein bisschen verpasst. Sie reden vor allem von einem Krieg, um den ukrainischen Staat oder die ukrainische Regierung zu schützen und behaupten. Meiner Meinung nach, es geht nicht um einen Staat, sondern um die Selbstbestimmung von Menschen, von Einzelpersonen, von ihren Communities, ihren Gewerkschaften und so weiter. Und Class Struggle ist voll wichtig. Und ich glaube, Putin hat diesen Krieg angefangen, großenteils um diesen Class Struggle in Russland zu unterbinden, bevor es richtig losgeht. Und es stimmt, dass die Ukraine tief verschuldet ist und eine Menge anderer Probleme hat, aber es gilt nach dem Krieg diesen Klassenkampf weiterzuführen. Der ganze Kommentar fühlt sich ziemlich entkoppelt von den Perspektiven von ukrainischen Linken. Man kann mittlerweile viel davon lesen auf ukraine-solidarity.eu, auch auf Englisch und manchmal auf Deutsch auch. Ja, also es geht um Selbstbestimmung und nicht so viel um einen Staat zu beteiligen. Also sie geben Liberalen bzw. autoritäre Liberalen viel Deutungshoheit ab, wenn die linke Kräfte sollten ihre eigene solidarische Perspektiven entwickeln. Am Freitagabend übrigens, wir werden einen antikapitalistischen Block auf der Vice-Demo haben. Ich lade euch ein. Okay, und jetzt noch hier. Und dann machen wir wirklich. Hier hinten. Ach, da. Thanks for your contributions, very inspiring. Vielen herzlichen Dank für die Beiträge, das war ja wirklich sehr inspirierend. Ich möchte noch etwas aufgreifen, das angesprochen worden ist. Denn ich denke, das sind einfach wichtige Impulse für
Handlungen und ich interessiere mich einfach mehr dafür, was nun gemacht werden kann. Und ich würde Raoul gerne fragen, wie diese Kriegsrhetorik gestoppt werden kann. Also die Friedensbewegung ist ja wirklich eine der wichtigsten politischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts. Und das sind einfach verschiedene Punkte, die wir nicht zusammenführen können. Also unterschiedliche Akteure waren dann eben auch in der Friedensbewegung präsent. Und was können wir einfach mit dieser Rhetorik machen? Also das kommt ja mit dieser Unterstützung zu sagen, ja, wir werden sie töten, dass man in den Krieg auf diese Art und Weise zieht. Also was passiert da? Was ist da los? Also wir befinden uns einfach in diesem Irrsinn, dass man sagt, es wird nicht gesagt, ja, wir müssen in den Krieg ziehen, wir wollen das nicht. Nein, das ist gar nicht mehr der Fall, sondern es wird gesagt, ja, wir wollen in den Krieg ziehen, wir wollen sie töten. Also das wäre sozusagen meine erste Frage. Wir sitzen hier seit über 2 Stunden und wir wollen das Buch noch verkaufen. The second question is for Stefan, and I did it as a migrant and I tried to do it with. Und die zweite Frage formuliere ich als Migrant und die richtet sich an Stefan und das ist einfach meine Wahrnehmung und bezieht sich auf die deutsche Kultur. Also ich liebe den Pragmatismus dieses Landes in so vielen unterschiedlichen Bereichen, aber in diesem Bereich, da nehme ich das doch etwas seltsam wahr, denn es ist irgendwie so schwierig zu sagen, dass Putin in Genozide verwickelt ist und dass man eben gleichzeitig sagt, die USA auch sehr brutal ist. Da habe ich das Gefühl, dass es irgendwie eine emotionale Blockade gibt, dass man einfach sagt, sich gegen die USA zu stellen und sich aus dieser sozusagen geiselhaft zu befreien. Also dass die MigrantInnen haben anscheinend diese Rolle. Also die Beiträge, die man leisten kann, bestehen darin, dass man sagen kann, okay, das fällt mir auf, das ist seltsam, das, was läuft, ist seltsam, dass man darauf hinweisen kann. Und was wären Ihre Beiträge, was würden Sie dazu sagen, wie ist es möglich, einfach diese Blockade sozusagen loszuwerden? Paul, du musst auch kurz sein, ja. Also das ist jetzt, ich versuche mich mal auf das zu konzentrieren, an was ich mich jetzt noch erinnern kann, an die Fragen. Also die Frage war, wer ist das Opfer und wer kann Verhandlungen eigentlich fordern? Das ist natürlich eine Schlüsselfrage. Und wir müssen natürlich, das ist glaube ich richtig, die Opfer, die dieser Krieg im globalen Süden fordert, mitdenken. Das ist absolut richtig, dass wir das tun müssen. Die Frage ist natürlich enorm knifflig mit der, wer definiert Verhandlungen. Und darum ging es ja, also deswegen, ich habe ja irgendwie versucht, den Text von Habermas, der wirklich der Lektüre wert ist in dieser Hinsicht, zu erwähnen, weil er genau dieses Problem verhandelt und irgendwie damit argumentiert, dass der Westen qua Waffenlieferung, nicht nur realpolitisch, weil er gewissermaßen, wenn die USA aufhören, Waffen zu liefern, ist der Krieg vorbei, sondern auch eine Pflicht haben, sich daran zu beteiligen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und es wurde, glaube ich, in einer Frage wurde erwähnt, dass es falsch sei, diesen Krieg als legitimen Krieg von Seiten der Ukraine zu betrachten. Das halte ich für falsch, das lehne ich wirklich fundamental ab, und zwar mit Verweis auf das Völkerrecht. Das Völkerrecht sieht vor, dass es legitime Krieg, ein Recht auf Widerstand gibt, in dem für Länder, die überfallen werden von anderen Ländern. Und genau das ist hier der Fall. Und ich finde, das ist die Basis, auf der jede Diskussion stattfinden muss. Zu der Frage der Korruption noch mal ganz kurz hier vorne, das war vorhin. Es ist aber auch eine wichtige Frage, finde ich. Also auf der einen Seite denke ich, es gibt sozusagen, wenn wir an die Geschichte von linken Internationalismus uns erinnern, gab es immer eine Neigung, die Länder, mit denen man sich identifiziert hat, zu mythisieren. Also zu Ländern zu machen, in denen das Wahre, Gute und Schöne im Grunde genommen im Kampf gegen die Aggression, meistens die amerikanische Aggression, im Grunde genommen sichtbar würde. Das war oft eine Mythisierung und ein Hinwegsehen über das, was auch an Problemen, gerade durch die kriegerischen Auseinandersetzungen, durch die innere Militarisierung verursacht wurde. Und ich glaube, diesen Fehler sollten wir in Bezug auf die Ukraine nicht machen. Aber, und das Aber ist wichtig, zu sagen, die Ukraine ist der korrupteste Staat in Europa,
Ich finde, ja, das müssen wir auch sagen gegen die Leute, die die Ukraine gewissermaßen jetzt zu so einer leuchtenden Idee machen. Darauf müssen wir beharren. Aber gibt es ein minderes Recht, korrupter Staaten nicht überfallen zu werden? Nein, das existiert nicht. Ja, und sie verdienen genauso unsere Solidarität wie andere Staaten. Das ist keine, ich würde sagen, es ist keine Kategorie für Solidarität. Darauf muss man, finde ich, auch beharren. Und zu dieser letzten Frage des Verhältnisses der Deutschen zu Russland und den USA. Ja, das hat viel mit westdeutscher Geschichte zu tun, das hat viel mit Softpower zu tun, glaube ich. Das führt jetzt zu weit, das genau zu erklären. Ich würde nur sagen, wir müssen, und das ist vielleicht eine intellektuelle und emotionale Leistung, verstehen, dass die USA eine andere Rolle spielen in diesem Konflikt als in den Konflikten vorher. Weil die USA, und weil also aus ukrainischer Perspektive die USA im Grunde genommen, ohne die Waffenlieferung der USA, wird das realpolitisch nicht möglich sein, eine Situation zu erzeugen, und darauf muss gewissermaßen, das muss der Zielpunkt des Denkens sein, eine Situation zu erzeugen, in denen für beide Parteien, für Russen und Ukrainer, ein Waffenstillstand mehr Sinn macht als eine Fortsetzung der Kämpfe. Man kann sich den Waffenstillstand, man muss sich den Waffenstillstand wünschen, aber realistischerweise ist der Punkt erst dann gegeben, wenn das erfüllt ist, also nach den beiden Offensiven, die jetzt anstehen. Und gleichzeitig ist der Westen aber in der Pflicht, nochmal Habermas, in der Pflicht, alles zu tun, damit es zu diesen Verhandlungen kommt. Das war alles, was ich zu sagen habe. Okay, trying to be telegraphed. Also ich versuche das wirklich im Telegramm-Stil jetzt zu machen und hier keinen Roman, nochmal romanweit auszuholen. Also die Frage der Opfer, also Stefan hat das ja auch aufgegriffen, das ist natürlich problematisch. All die subalternen Klassen sind immer die Opfer des Krieges, auch in der Ukraine. Je mehr man sich in einer subalternen Situation befindet, desto mehr leidet man an den Konsequenzen des Krieges. Das ist einfach so, dass dann auf den moralischen Standpunkt hinweist, dass man sagt, ja, gerechter Krieg, legitimer Krieg. Also das führt doch wieder zum Anfang des Themas zurück. Das spielt keine Rolle. Ich denke, wir sollten moralische, juristische Kategorien aufgeben, um dieses Thema zu analysieren. Wir sollten uns die Realität anschauen und forensisch vorgehen. Und die Opfer des Krieges sind einfach die Personen, die sterben, die gefoltert werden, die im Gefängnis sitzen, sowohl in Russland wie in der Ukraine. Menschen, die gegen den Krieg sind in Russland, Personen, die einbezogen werden, einberufen werden und dann Kanonenfutter sind. Also es gibt eine große Mehrheit, und das hat auch wiederum mit der anderen Frage etwas zu tun, auf die ich noch eingehen werde. Also dass es eine Unterstützung gibt für diesen Krieg. Also so viele Personen, die bereit sind, für diesen Krieg zu sterben. Also das ändert die Frage ja nicht, denn das sind ja politische Positionen. Und politische Positionen gilt es zu respektieren, eben solange sie emanzipatorisch sind. Die Tatsache, dass es einen Angriffskrieg gibt, dann heißt das ja nicht, dass der Aggressor gut ist, aber aus emanzipatorischer Perspektive kann man eben daraus reagieren. Und das hat natürlich etwas mit der emanzipatorischen Perspektive wiederum zu tun, des Befreiungskrieges in der Ukraine. Wer hat das Recht, den Krieg zu beenden? Also das ist ja dieselbe Frage. Also der Habermas-Artikel formuliert das sehr eindeutig. Die Kiewer Regierung, aber solange sich die Situation dann noch verschlechtert, kann es sein, dass Washington oder Brüssel oder wer auch immer versuchen wird, Verhandlungen eben auch zu einem schwierigen Moment zu machen über die Waffenlieferungen.
Also aus Perspektive des internationalen Rechts. Also das ist doch etwas, das beiden Seiten zusteht. Und die moralische Last liegt natürlich auf Seiten des Angreifers. Aber entspricht das den echten Prozessen, die für sich vollziehen? Also meines Erachtens ist das nicht der Fall. Denn wenn es eine Notwendigkeit gibt, dann werden die Akteure gezwungen werden, an den Verhandlungstisch zu kommen. Denn sie sind ja abhängig von der westlichen Hilfe, also in allen Bereichen. Die Friedensbewegung, ja, aber nicht nur die Friedensbewegung. Also ein wesentlicher Punkt dieses konstituierenden Prozesses ist, besteht darin, dass man sagt, der Frieden ist nicht ausreichend, Pazifismus ist nicht ausreichend. Also 2003, da hat sich ja nichts verändert, 2004. Also wir wissen gar nicht, wann sich die Situation bessert und verändert im Nahen Osten. Also Iran, Irak und so weiter, Syrien. Das hat einfach etwas damit zu tun, dass die kapitalistische Vorherrschaft herausgefordert wird, überall. Denn Krieg und Kapitalismus und Faschismus, sie kommen zusammen zu einer neuen operativen Formel. Den ersten Artikel geschrieben habe am 25. Also das ist ja etwas, worauf ich mich als erstes bezogen habe. Das war das Erste, woran ich gedacht habe. Also dass alle modernen Kriege Faschismus fördern oder hervorbringen. Und das ist eine Lehre des Ersten Weltkrieges. Also der Faschismus ging ja auch diesen Erfahrungen in gewisser Weise hervor. Und die Kriegsmaschinerien haben psychologische und emotionale Auswirkungen, die dann im Einklang stehen mit diesen Kriegsoperationen, sei das auf kommunikativer Ebene oder auf dem Schlachtfeld. Faschismus wird gefördert als ein ökologisches System, dass es ein Umfeld gibt, das für den Krieg angemessen ist und wo eben die Kriegssprache gesprochen wird im besten Fall. Und das bedeutet einfach, solange die Demokratien existieren, ist die Möglichkeit des Faschismus etwas, das ansteigt unter diesen Bedingungen. Also es gibt eben diese Möglichkeit, dass der Faschismus dann Einzug hält. Gleichzeitig ist es nicht so, dass alle FaschistInnen pro Putin sind. Da können wir Meloni uns anschauen. Also ich denke, das sind ja keine Linken, die Anhänger oder Vertreter der Peace-Partei in Polen. Also sie sind gegen Putin, aber gleichzeitig gibt es da eben faschistoide Elementen. Also sie gehören ja eher so zur Seite auf die Seite von Putin, wenn es um den Umgang mit bürgerlichen Freiheiten und Rechten geht. Also es gibt eigentlich keine Alternative, dass wir uns zusammenschließen, also Subalterne, die Multitüde. Und also noch diesen Punkt der Selbstbestimmung und der Klassenkämpfe in der Ukraine. Also ich diskutiere das auch in diesem Buch. Das können Sie sich gerne mal anschauen. Das kannst du dir gerne mal anschauen. Ich denke, da gibt es aber auch, also ich sehe das auch ein bisschen anders. Also es gibt zum Beispiel Sozialny Ruch, also eine kleine Gruppe, die heißt Soziale Bewegung, eine kleine Gruppe von AktivistInnen, also RevolutionärInnen, FeministInnen und so weiter. Und sie sind wirklich für die NATO-Intervention. Sie sind wirklich auch eingebunden in die Kämpfe und sie sind Teil dieser Kämpfe unter dem, wo jetzt die NATO vorsteht. Und Ukrainian National Liberation Process, that this is what traditional
Und das wäre vielleicht eher so, was traditionelle Marxistinnen als nationale Befreiung sehen. Also, dass es eine Revolution gibt vor der sozialistischen Revolution. Also, das wäre sozusagen dieser marxistische Kanon oder leninistische Kanon. Also, dass man erst diese demokratische Aufgabe erlösen muss. Jetzt gab es einen kurzen Einwurf, der nicht zu hören war. Und dann nach diesem Schritt kommt dann eben die sozialistische Revolution. Also der wesentliche Punkt hier, wer wird diese sozialistische Revolution durchführen? Wer wird die Klassenkämpfe durchführen unter dem neoliberalen Kriegsregime? Also meine Antwort zu den Personen, Genossinnen von Sozialny Ruch ist, dass einfach ihnen der Realismus fällt. Also dass sie werden da völlig untergehen. Sie sind eine wenige Leute, sie haben ja Streiks und alles illegalisiert. Also sie haben Streiks illegalisiert. Und wenn sie sagen, ja, das sind keine Linken, doch, das sind GewerkschafterInnen, sie kämpfen gegen die Bosse, gegen die Chefs. Und also damit schafft man ja, und unter der aktuellen Situation, da gibt es ja sozusagen die schlechtesten Voraussetzungen für eine sozialistische Revolution. Friedens ist eigentlich eine Voraussetzung. Also, damit komme ich zum Ende. Vielen, vielen Dank, dass wir diesen Raum so hatten, wie wir erhofft haben. Wir könnten hier noch Stunden sitzen. Das Buch kann erstanden werden.